Freitag, 30. Oktober, Heimspiel für ZSC Lions und Geisterspiel. Es ist das erste Geisterspiel in dieser Saison. Der Virus hat uns wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Massnahmen vom Bundesrat, die setzen wir natürlich vorbildlich um. Wir sehen darum auch da nicht nur die Plexiglasscheibe und mit mir meine ich natürlich auch meinen heutigen Gesprächspartner und Co-Moderator, den Sven Leuenberger. Willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir da den Fans eben ein bisschen ein anderes TV-Format bieten können. Ja, der Virus, der beschäftigt natürlich dich und ZSC Lions extrem. Wie ist die Gemütslage bei dir im Moment in diesem Thema? Ja gut, eben, es ist schon noch schwierig, alles zu handeln, weil eben, man tut sich eigentlich immer darauf vorbereiten und meistens geht das Buschtelefon dann früher als das offizielle Telefon, weil die Spieler untereinander zum Teil unter Kontakt sind und jetzt wie heute zum Beispiel hat es einen Langnauer unseren Spieler geschrieben und dann kommst du eigentlich ins Training, hoffst alles ist gut und dann ist schon ein Aufruhr da und dann ja, können wir spielen am Sonntag und dann musst du mal die Liga anrufen und fragen, wie sieht es aus und dann die wieder mit dem Arzt und eins hin und her und ja, eben, du weißt eigentlich am Morgen nie, wenn du kommst, was ist genau, hat einer den Virus bekommen, hat er nicht, müssen wir einen schicken zur Kontrolle oder nicht und man kann es auch positiv sehen und sagen, es sind ganz interessante Zeiten. Das ist eine Tatsache und eben, wir versuchen mit diesen Zeiten das Beste für euch daraus zu machen, das heisst, wir übertragen in diesem Format für euch den Match, das bedeutet, wir können euch aus TV-Recht gründen, nicht das Spielfeld zeigen, aber werden so alles kommentieren und das Beste geben, dass wir euch da würdig können vertreten und Stimmung machen und eben auch euch auf dem Laufenden halten. Und heute ist nicht Langnau das Duell, sondern das ist der HC Davos, der heute auf dem Eis ist, am Sonntag, das haben wir wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ist Spiel tatsächlich verschoben, weil Langnau einen Corona-Fall hat in der Mannschaft. Corona wird uns natürlich auch heute Abend wieder mal beschäftigen. Wir können sicher in Unterbrüchen auch über dies oder das reden und unter anderem natürlich auch Corona. Jetzt reden wir aber zuerst über den heutigen Match gegen den HC Davos. Für den HCD ist es das 5. Spiel in dieser Saison, für ZSC Lions das 11. Und wenn man die Statistik anschaut, wo wir das letzte Mal gegen Davos gespielt haben, die letzten 6 Partien haben ZSC Lions alle zusammen können für sich entscheiden, obwohl 2 davon Freundschaftsspiele gewesen sind. Aber ich denke, das ist eine gute Ausgangslage, Sven. Ja, ich glaube, für uns ist Davos immer ein sehr guter und interessanter Gegner, weil ich glaube, Davos ist ein Gegner, der spielt mit, die wollen spielen, die dürfen nicht nur verhindern, wie ein paar andere Teams. Und darum glaube ich auch bei den Spielern, man freut sich eigentlich immer drauf gegen Davos und was ich von der anderen Seite höre, ist auch umgekehrt. Und darum glaube ich, können wir uns freuen auf einen guten Match. Wir freuen uns vor allem auf Punkte heute Abend, sie sind nötig. Wir haben einen Rückschlag gehabt, gegen Zug zweimal verloren, ziemlich happig auch müssen einstecken und dann gegen Ambri. Man hat es auch gehört in den Interviews, Sven, ja, da hat Marti sich legendär schon gemacht mit der Aussage, aber auch beim Gehring hat man gemerkt, da ist schon viel Emotionen schon im Spiel. Ist es schon ein Zeitpunkt, wo man einfach merkt, ja, jetzt merkt man langsam, wo man steht in dieser Tabelle? Ja, es ist sicher so, dass man den Anspruch hat, möglichst weit vorne zu stehen. Das ist ganz klar, aber man sieht eigentlich auch, wie kompetitiv dass die Jungs sind. Kaum verliert man einmal, kommt irgendwo das Emotionale auch raus, wie beim Christian Marti. Und ich finde es eigentlich sehr gut, wenn die Spieler so authentisch sind und auch mal etwas rauslassen, was nicht Standard ist. Und ich denke, für das leben wir ja alles, weil wenn wir alles 0815 wären, dann wäre es ja nur interessant. Bin ich voll bei dir. Ein Shoutout an dieser Stelle an Christian Marti. Top, wie das gelaufen ist. Wir werden noch ein bisschen anders analysieren. Wir haben noch eine Minute, bis das Spiel losgeht. Die Spieler sind bereits auf der Bank, beziehungsweise unter anderem der Christian Marti auf dem Eis, machen sich da langsam bereit. Wir wollen, auch wie wir es im Radioformat in der letzten Saison gemacht haben, für euch Guys to Watch ein bisschen genauer unter die Lupe. Das heisst, ich habe mir einen rausgepickt. Das ist der liebevoll genannte Ghetto, der Sven André Ghetto, den ich für euch ein bisschen genauer möchte analysieren. Sven, hast auch du dir einen rausgepickt? Da schauen wir heute ein bisschen genauer drauf. Ja, ich glaube, heute liegt es auf der Hand. Marco Rossi spielt heute sein erstes Spiel für den ZSC in der National League. Und darum habe ich gedacht, würde ich hinnehmen. Sehr, sehr gut. Nummer 38 von der Minnesota Wild, die jetzt da quasi zu uns gekommen ist. Und wir schauen jetzt bereits erstmal aufs Eis. Können wir nachher natürlich auch nochmal auf ihn sprechen. Und schauen jetzt aber zuerst mal, wie das erste Bulli ablaufen wird. Der erste Block besteht aus Noro Marti, André Ghetto, Rowe und Baldisberger. Der Ghetto, mein Guy to watch, also bereits auf dem Eis. Und
Wir haben das Bulli für uns können entscheiden. Christian Marti vorher angesprochen, an der Scheibe geht hinter den Lukas Flühler, der heute Abend Goal hütet. Das heisst, er ist in der dritten Partie von Anfang an dabei. Eine Woche hat er ja verletzungsbedingt gefehlt. Und ansonsten hat ja der Ludovic Weber auch seine Einsätze gehabt und ziemlich gut gespielt. Jetzt sind wir hinter dem Goal. Fast gekommen, das ist tatsächlich 1-0 schon gefallen, hinter dem Goal führen gespielt. Und es ist der, jetzt muss ich schauen, Chris Baldisberger gewesen, gell? Absolut richtig, der Chris Baldisberger. Ich glaube, man hat hier gesehen, was sich die Mannschaft vornimmt. Man will schneller nach vorne spielen. Man war geradlinig, man hat den Pass sogar überbandet. Der andere Ghetto hat einen weitergechippt zum Roll, der sehr, sehr schnell gekommen ist durch die Mittelzone. Hat eigentlich den Screen vom Goal genützt und Baldisberger hat sich freigeschlichen, allein vor das Goal und super genützt. Das ist ja unglaublich, was für ein fulminanter Start. Wir dürfen einfach nach 26 Sekunden, liebe Fans, gehen Sie, dass Sie eines wird. Und das ist Balsam für die Seele von all unseren Fans, die eben da in den letzten drei Spieltagen haben müssen leiden. Und jetzt auch leiden, weil er da die Heim sind. Und wir sind gerade wieder in der Zone bei Davos und greifen schon wieder an. Der Markus Krüger spielt zurück an der blauen Linie, versucht es da aufzubauen. Weiter Schuss aufs Goal vom Sandro Eschlimann. Der ist natürlich jetzt am Anfang auch gerade ein bisschen verunsichert. Das ist ja klar, wenn du so schnell musst hinter dich langen, dann macht das etwas mit dir. Sven, du als ehemaliger Spieler kannst das beurteilen. Was bedeutet das, wenn du so schnell gerade 1-0 hin bist? Ja gut, ich meine, jeder erhofft sich natürlich mal zuerst einmal einen Böck-Kontakt, vor allem einen Goalie, der mal einen Böck heben will. Und ist sicher nicht ideal für einen Goalie, für uns natürlich super. Ich glaube, es gibt der Mannschaft Selbstvertrauen und ja, hoffen wir können so weitermachen. Eine Minute gespielt, ein Unterbruch wegen Icing. Es gibt ein Bulli vor Lukas Flühler. Das gibt uns gerade noch mal die Möglichkeit, ein bisschen genauer wieder auf deinen Guide to watch, den Marco Rossi, einzugehen. Ja, von der Minnesota Wild ist er gekommen. Wie ist das, der Deal entstanden? Ja, es ist einfach so, dass der Marco Rossi, wie die meisten von euch wissen, hat bei uns ja bei GC gespielt und beim ZSC im Nachwuchs. Und er hat nachher eine Ausstiegsklausel gehabt, also dürfte nach Nordamerika, wenn er ein Angebot bekommt, die hätten das auch genützt. Gleichzeitig gibt es in der Schweiz Ausbildungsverträge bis 20-jährig, den hat er immer noch bei uns und darum haben wir ihn eigentlich dürfen müssen nehmen, weil er hat den Ausbildungsvertrag nach wie vor Gültigkeit. Und da haben wir gesagt, jawohl, er ist einer von uns, wir nehmen den sehr gern. Wir hätten ihn dann auch schon von Anfang an genommen, aber er hat nicht spielen, weil er Angst hatte, dass er sich verletzen würde, im Fall, dass er in Draft in Kempti, was wir gewusst haben, dass er sehr hoch geht. Und da haben wir auch gesagt, ja, das muss er selber wissen und jetzt sind wir natürlich froh, wenn er bei uns ist. Das ist so. Das ist auch in den Zeiten, wo die Finanzen so ein unglaubliches Thema sind, in dem Fall eine mega glückliche Situation für ZSC1, dass man da quasi noch so etwas in der Hinterhand hat. Und ja, eine Vorderhand, eine gute, hat Chris Baldisberger schon wieder gehabt, vorher wieder einen Schuss aufs Goal gebracht. Vielleicht hat man es gehört, ein Gewaltschuss ist es gewesen, allerdings am Schoner gelandet vom Sandro Eschlimann. Der ist jetzt wieder an der Scheibe hinten dran, spielt einen Fehlpass aber vor das Goal, kann aber jetzt wieder Scheibe von der Davoser kontrolliert werden. Davoser, die wiederum im Angriff sind, unter anderem mit ihrem Top-Scorer Magnus Nygren. Aber für die Davoser sicherlich ein Moment spannend. Der Joe, der Big Joe Thornton ist wieder zurück. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen die Strategie der Taktik von der ZSC Lenz, dass man die erste Linie muss den heute Abend auch unterbinden. Ja, ich glaube, die ganze Linie, die, ich sage jetzt mal, eine Ausländerlinie ist von ihm, mit dem Bertol Lindgren und dem Aaron Paraluschei, ich glaube, das wird sicher eine Linie sein, die wir im Griff haben. Ich glaube aber grundsätzlich ist es so, dass Davos eine schnelle Mannschaft ist und wir werden es auch sehen, zum Beispiel in ihren eigenen Zonen, wenn wir den Böck schiessen, denn ihre Flügel schauen eigentlich defensiv fast nicht und verlassen die Zone recht schnell und da muss man als Verteidiger immer ein Auge drauf haben. Das schnelle Transition-Spiel ist sicher etwas, was sie machen wollen. Danke mal. Wir müssen wieder ein Auge haben aufs Spiel. Wir haben 2 Minuten gespielt, in dem Moment 1-0. Nach 26 Sekunden ist der Treffer ja bereits gefallen vom Chris Baldisberger. Jetzt wieder in der eigenen Zone ein Aufbau. Wir stürmen vorhand Maxim Noro an der Scheibe K. Und schauen da jetzt gerade, wie es weitergeht. Scheiben Verlust in der Davoser Zone, die wiederum versuchen, über Ambür aufzubauen. Das scheitert aber allerdings. Und wir sind im Mittelfeld, in der neutralen Zone. Versuchen zuerst mal wieder in Position zu kommen, um gefährlich vor dem ersten Mal wieder irgendwie etwas aufs Goal zu tunnern. Das klingt allerdings wieder nicht. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen nach der turbulenten ersten Sekunde ein bisschen ein Finden von beiden Teams. Man ist oft in der Mittelzone unterwegs, versucht jetzt aber einmal mehr die Formation vor dem Eschlimann aufzubauen.
an der Scheibe. Im Moment ist der Simic, spielt einen Querpass und der kommt zum Ashley Mann, wird abprallt von seinem Schoner, knallt auf die rechte Seite. Dort ist aber kein Zürcher parat, der die Scheibe kontrollieren kann und wieder erneut versuchen aufs Goal zu schiessen. Somit sind wir wieder im Aufbau bei der Davoser. Magnus Nygren versucht das von hinten wieder aus der Zone zu bringen. Das gelingt aber nur bedingt, immer noch Zürcher an der Scheibe. Und wir haben in dem Moment wieder ein Scheibe in der Zone vom Lukas Flühler. Es gelingt da Woser aber nicht ganz, die Scheibe zu kontrollieren und somit immer noch ein Hin und Her. Jetzt aber da Woser mit einem ersten, ja, einem ersten Achtungszeichen von hinter dem Goal. Könnte es auch den Pass wieder vorne spielen. Er wird abgefälscht, geht aber links am Lukas Flühler und am Pfosten vorbei. Die Verteidigung scheint gut zu greifen, zu funktionieren und könnte sich jetzt wieder lösen. Und Davoser müssen erneut von hinten her aufbauen. Das gibt uns die Möglichkeit, den nächsten Block aufs Eis zu senden. Unter anderem jetzt auf dem Eis, wenn ich es richtig sehe, Johan Moron, der zweite Block. Dennis Hohlenstein ebenfalls unser Top-Scorer, der hier jetzt gerade an die Scheibe kommt. Ein Fehlpass von Davoser in der Zürcher Zone. Der Dennis kann bis in die andere Zone vordringen. Kommt jetzt wieder an die Scheibe nach einem Doppelpass und fällt einen ganz gefährlichen Pass auf die linke Seite über. Dort kann aber die Scheibe nicht ganz kontrolliert werden von Patrick Gehring. Wenn er die noch hätte genauer können auf den Stock bringen, dann hätte es vielleicht schon fast 2-0 geheißen. Aber wir versuchen jetzt einmal mehr. Gehen über Backhand rein und sind immer noch in Scheibenbesitz über Johan Moron. Der spielt nach links über. Dort ist einer schussbereit. Zögert aber weiter über und spielt vor das Goal vom Ashley Mann. Der kann aber mit dem Schoner wieder die Scheiben so rausbuxieren, dass es einmal mehr für Zürcher heisst, von hinten aufbauen. Das mal wieder der Johan Moron, der da die Scheibe kontrolliert, spielt zum Gehring über. Einmal mehr ein Blockwechsel. Maximal sollte so ein Block ja eigentlich kann man etwa eine Minute auf dem Eis sein. Oder was ist da so die Regel, Sven? Ja, so Minuten ist eigentlich schon fast lang. Ich glaube, man probiert irgendwo um die 45 Sekunden um zu wechseln. Weil man muss schon sehen, heutzutage ist das Spiel so schnell, dass es für jeden Spieler eigentlich gut ist. Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist saure Beine bekommen. Das heisst, so eineinhalb Minuten und mehr und auf dem Eis sein. Das passiert vielfach in der zweiten, also im zweiten Drittel, weil dann hat man den längeren Wechsel. Und das ist manchmal sehr unangenehm, vor allem für die Verteidiger. Ja, über Zürich, wir haben einen Unterbruch nach noch 14:53 Spielen. In diesem Drittel können wir das Thema noch mal rasch thematisieren. Was macht man gegenüber Zürich im Training, um das ein bisschen präventiv zu behandeln? Ja gut, über Zürich ist eigentlich relativ schwer, überhaupt etwas können zu machen. Das Einzige, was man machen kann, ist beißen und auf die Zähne beißen und hoffentlich irgendwie ein cleveres Bulli oder am Goalie den Böck zum Beispiel zurückspielen, dass er näher heben kann. Der Goalie vielfach weiss es auch. Oder eben zum Beispiel den Böck zum Beispiel auf die eigenen Bänder rausschiessen und einfach so kleine Trickchen, wo meistens passieren, wenn das der Fall ist. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht, weil es sind ja erst 5 Minuten gespielt. Das heisst, die Beine sind noch frisch und wir versuchen es auch mit einem frischen, neuen, nächsten Angriff Richtung Davoser Goal. In dem Spiel, wo ihr wahrscheinlich auch sehr viel Geräusch wahrnehmt, weil natürlich in dem Stadion eben maximal 50 Personen sich dürfen aufhalten. Wir haben einmal mehr einen Scheibengewinn, der aber ganz, ganz von hinten muss aufgebaut werden. In dem Moment über das Mitteldrittel auskommen. Wieder ein Versuch in die Zone von Davos zu fahren, so dass man die Scheibe kontrolliert hin und her passieren lassen. Das passiert. Der Noro spielt über und Tram kommt noch mit den Fitzen an. Es müsste der Brüder gewesen sein. Ich glaube, der Phil, der da am Schluss noch die Fitzen dran hat. Es steht 2-0, liebe Fans. Ich glaube, es war der Pressel gewesen. Der Phil hat geschossen. Ah, das ist gut möglich. Wir sehen jetzt da wahrscheinlich gerade noch mal eine Wiederholung auf der Leinwand. Kannst du gerade kurz kommentieren, sobald wir die Bilder sehen. Aber ich glaube, du hast recht, wie der Pressel ist der erste, den du abklatschen. Ja, ich glaube, es war Verteidiger zu Verteidiger gewesen. Der Phil hat die Chance wahrgenommen, auf die Halfwall ablaufen und ein super Screen von Brassel. Hoher Schuss, Goalie von innen geht runter und unser lenkt ihn auf und er ist definitiv der Prassel gewesen. Souverän, ja, da spricht natürlich der Fachmann und wir haben da auch Fachleute auf Mies offenbar, da sind sie wieder zurück. Welcome back ZSC Lions nach 3 Spielen. Natürlich dürfen wir es noch nicht verschreien, aber das ist natürlich wirklich, wirklich ein toller Start. Nach 5 Minuten 50 bereits eine 2-0 Führung gegen den HC Davos. Und jetzt heisst es natürlich gerade nochmal einen draufsetzen. Wir wollen jetzt hier die Präsenz markieren und sagen, wer ist Herr in dem Haus. Und wir sind wieder hinter dem Goal von Lukas Flühler. Dort gibt es einen Zweikampf vom Scheiben. Zürcher können aber die Scheiben
für sich gewinnen, versuchen jetzt langsam zu uns zu kommen. Das könnte eine 2 gegen 1 Situation geben. Wir schauen gerade, was da der Simic macht. Jetzt geht ab, aber der Ashley macht kann mit seiner Stockhand die rechts gegen Ufer ausfahren und somit landet Schiebe eben nicht im Lattenkreuz und nicht zum 3-0, sondern geht über die Bande zurück im Spiel und ist jetzt bereits wieder im Zürcher Drittel. Da versucht Davoser wieder ein bisschen jetzt natürlich Boden gut zu machen. Über den Benjamin Baumgartner ist das unter anderem gewesen, aber es gelingt Davoser noch nicht, da jetzt wirklich einen grossen Akzent zu setzen. Es ist noch nicht eine wirklich gefährliche Aktion gewesen. Kein Offside, Davoser wieder in Scheibenbesitz. Eine knappe Situation ist das gewesen. Man versucht jetzt da also eine gute Abschlussposition zu kommen. Gelingt aber einmal der Davoser nicht und Zürcher wiederum für sich die Scheibe mal aus der Zone gebracht, im Mittelfeld von Davos abgefangen und einmal mehr hinter den Lukas Flüeler gefahren. Jetzt ein neuer Aufbauversuch von den Zürcher übergespielt zum Capitano Gehring. Der spielt einen langen Pass, kommt aber nie an, bedeutet Icing, 2 Linienpass und somit wieder Bulli vor Lukas Flüeler. Wir haben noch anderes, was wir heute können thematisieren, Sven. Und zwar haben wir auch die verschiedenen Situationen eben rund um Corona vorher schon ein bisschen angesprochen gehabt. Sonntagmatch findet nicht statt. Bis im Dezember wird jetzt aber mal gespielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn alle Mannschaften mal durchgesucht sind, dann wäre schon das Problem gelöst. Aber ja, wie beurteilst du das aus Sicht von der ZSC Lions? Wie es ab dem Dezember soll weitergehen? Ja gut, aber es ist sicher schwierig, wenn man das machen will. Im Sinne von, es ist schwierig, jedes einzelne Team zu röntgen, weil man weiß nicht genau, was hat jedes Team für Massnahmen. Es hat jedes Team ein Schutzkonzept. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass alle sich Sorge haben und auch privat eigentlich fast ein bisschen in einer Bubble leben. Und dass man das so aufrechterhalten kann, weil es geht eigentlich da ums Überleben. Das Überleben nicht nur von einem einzelnen Spieler, sondern es geht ums Überleben von einer ganzen Organisation. Und ich glaube, da hat jeder seinen Job eigentlich zu lieb, dass er da irgendwie etwas könnte machen, wo eben der Mannschaft würde schaden. Das ist ja wirklich spürbar hier in der Halle. Es wird überall wo möglich auf Distanz gegangen, so oder so. Natürlich haben auch alle eine Maske an. Wir haben keine Maske an, ihr habt es gemerkt, liebe Fans, weil wir hier die Plexiglasscheibe zwischen uns haben. Wir haben aber bis zu unserem Platz natürlich auch die Maske da getragen. Die wunderschöne, die ihr übrigens auch im Fanshop könnt erwerben. Wir haben jetzt bald 8 Minuten gespielt im ersten Drittel, immer noch 2-0. Für ZSC Lions ist ja Zeit für ein kleines erstes Fazit. Ich würde sagen, Start geglückt. Das ist noch nicht wirklich gefährlich geworden vor dem Lukas Flüeler, der da jetzt wirklich wieder in der Pfosten steht. Das ist im dritten Spiel, eben der vierte Einsatz. Einmal hat es ja einen kleinen Change gegeben. Dein Fazit nach der ersten rund 9 Minuten? Ich glaube, man sieht eigentlich beide Mannschaften ganz klar die Handschrift. Wir wollen grundsätzlich von beiden Seiten her schnell spielen. Ich glaube, wichtig ist da, dass man das eigentlich auch weitermacht, jetzt vor allem von unserer Seite her. Und wenn man schnell spielt, dann kommt man eigentlich gegen den Ross oft so 2-1-Situationen über. Auch wichtig ist, was wir jetzt gerade sehen, dass wir eben den Böck nicht auf der blauen Linie verlieren, dass sie Transition spielen können. Da muss man lieber mal eine Sicherheitsentscheidung treffen als eine Risikoentscheidung. Und ja, hoffen, dass können wir weiterhin gut machen. Der Ricard Grönborg spielt ja mit seinem Playbook. Wie fest bist du da auch integriert und involviert in diese Spielzeuge und kannst du auch mit ihm mitreden? Ja, also das Playbook ist so, dass es meistens ein Trainer über Jahre lang und eben wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch gesagt, okay, wo haben wir Lücken in dem Playbook, wo können wir uns verbessern. Das haben wir eigentlich in einem Workshop im Sommer gemacht, alle zusammen. Und da ist vor allem der Coach im Lead und das ganze Coaching-Team natürlich. Und von meiner Seite her gibt es eigentlich nichts, wo eben ich weiß, wie das Playbook geht, aber grundsätzlich ist das eine Sache vom Coach und nicht irgendwie eine Sache vom Sportchef. Wir haben gerade einen schönen Pass gesehen, der wieder in die Zone von der Davoser geführt hat. Markus Krüger hat sich da versucht, gegen 2 Davoser durchzusetzen, wird da aber auch gerade ein bisschen in die Mangel genommen. Und das bedeutet, dass wir einmal mehr wieder müssen von hinten aufbauen. 9 Minuten und 30 Sekunden in dem Moment gespielt im ersten Drittel hier im Hallenstadion. Und es gibt erneut einen Aufbau von hinterem Goal über Davoser, da in Form von einem Offside, aber wieder ein Unterbruch, der dafür sorgt, dass es einmal mehr ein Bulli gibt in der neutralen Zone. Was wir noch nicht angesprochen haben, sind die Verletzten heute. Severin Blindenbacher, Kirnschütterung,
wo aber ja, hoffentlich bald wieder sich kann auskurieren kann. Sowieso schon auf dem Weg zur Besserung ist der Luca Capello. Er darf mit der Mannschaft auf dem Eis schon trainieren, einfach ohne Kontakt. Simon Bodemann, das ist noch ein spezieller Fall, gehen wir gerade auch noch drauf ein. Und der Roman Wick, heute Mittag beim Warm-up, Oberkörperverletzung, auch da gute Genesung. Simon Bodemann, ja, wir haben das Covid-Thema, das sehr aktuell ist und ihn hat es da auch getroffen. Sven, was ist da genau passiert? Ja, ich meine, von der Liga her haben wir ja ein Obligatorium für das Covid-App und haben wir alle auf unserem Handy. Und da ist er abgeblieben worden, dass er neben jemandem war, wo der Fall oder wo positiv war. Und das hat er jetzt noch zusätzlich ein paar Tage in Quarantäne. Kann aber am Montag wieder raus und dementsprechend auch trainieren. Und hat darum eben auch keinen Einfluss auf die Mannschaft, weil er rechtzeitig so hat können gemolden werden und er sich hat können isolieren weg von der Mannschaft. Also das heutige Spiel, das einzige in dieser Runde, wo kann gespielt werden, Sonntagsspiel nochmal für euch, liebe Fans, das ist tatsächlich verschoben worden, weil eben das ganze Team vom SC Langnau, von SL Tigers, in der Quarantäne sein muss für die nächsten Tage. Jetzt muss vor allem aber dann Schieben mal wieder richtig Davos kommen, weil Davos können mehr und mehr da in der Zone vom Z-Fuß fassen. Versucht jetzt da aber der Christian Martin versucht sie da dran zu hindern und wird da aber gröber checkt gegen den Kopf sehen, oder? Ja, es war glaube ich ein unglücklicher Zusammenstoß gewesen. Aber es war ein Check gegen den Kopf gewesen. Hoffe, es hat Kegel nicht stark getroffen, dass er weiterspielen kann. Ich schaue mir gerade zu, wie er da vom Eis geht. Der nickt aber in dem Moment gerade und es scheint also wirklich glimpfig ausgegangen zu sein. Wir haben die Scheibe wieder in der Zone vom Ashley Martin Berni. Kann abziehen von der blauen Linie, schiesst aber ziemlich genau auf das Logo vom Ashley Martin vom HCD im Goal und der kann die Scheibe ohne Problem blockieren, so dass es zu einem weiteren Unterbruch und einem Bulli vor der Davoser kommt. Schiedsrichter heute übrigens der Ansi Salonen, Joris Müller, seine Heads sind der Stanik Nemi und der Nati Burgi. Ist das für dich ein Kriterium? Wer hat mich gepfeift, dass du ein bisschen emotionaler bist oder nicht? Ja, es ist wie überall im Leben, man hat solche Schiedsrichter oder solche Leute, die man vielleicht ein lieber hat als andere und das ist bei den Schiedsrichtern eigentlich nicht anders. Aber ich glaube, das sind jetzt gerade zwei, die letztes Jahr schon bereits in der National gespielt oder beziehungsweise gepfiffen haben. Und von dem her ist es für mich jetzt eigentlich nicht irgendetwas. Die Emotionen sind da recht neutral bei diesen zwei. Sehr gut. Ich hätte jetzt mich gar nicht getraut nachzufragen, aber schön, dass du gerade von dir aus preisgibst, wie du zu denen stehst. Aber das ist eine gute Voraussetzung, wenn die da eben auch ihre neutrale Haltung gegenüber dir in diesem Fall gut können leben. Und da wird gerade hinter dem Goal wieder ein Zürcher Fall gebracht, allerdings mit fairen Mitteln. Steht auch schon wieder auf, die Scheibe in der Eckenzone kann dort rausbuxiert werden und der Patrick Gehring ist da, der die Scheibe kann befreien kann, Richtung Davos befördern. In Davoser müsst ihrerseits wieder von hinter dem Goal versuchen aufzubauen. Sven, wie versucht man am besten in die Zone zu kommen? Gehst du wirklich über die Decken oder hat jedes Team wieder seine anderen Wege, um möglichst dann, sich da festzusetzen? Ja gut, ein Schlüssel bei eigentlich allen Teams ist die neutrale Zone. Dass man eben mit sogenanntem Speed, also Geschwindigkeit, durch die neutrale Zone kommt. Und wenn das ist, dann kann man eigentlich, oder man hört dann viel von den Leuten, ja, ihr seid da ja nicht schnell. Das ist, stimmt einfach nicht. Für mich ist es mehr so, man muss sich eigentlich vorstellen, wenn man in der neutralen Zone kann Speed aufbauen und du bist Verteidiger, dann muss man sich so vorstellen, wie wenn man am Bahnhof steht, auf den Zug wartet, der haltet nicht, aber man muss doch drauf springen. Oder man sieht dann, man kann auch so schnell sein, man wird ziemlich alt aussehen und das ist eigentlich genau das Gleiche, wenn eine Mannschaft mit Tempo durch die Mittelzone kommt und darum gibt es eigentlich wirklich so zu stehen, dass man eben den Gegner in der Mittelzone abfangen und dann eben mit dem Tempo mitgehen und dann ist es auch relativ einfach oder noch idealer, wenn man die blaue Linie heben kann und dementsprechend nachher, einfach für die Verteidiger den Böck wieder zu nehmen und nachher rausspielen und wieder in die andere Zone gehen. Viel Power aufgenommen hat vor ein paar Sekunden auch der Axel Simic, hat sich da versucht durchzudanken, ist auch zum Abschluss gekommen, allerdings nicht erfolgreich. Und einer, den ich heute auf der Liste habe, jetzt hat es gerade ein Offside gegeben, darum kann ich das wieder thematisieren. Mein Guy to Watch ist eigentlich auch bekannt für seinen Speed, der Sven Andrighetto auch. In Zürich gross wurde, genauer in Dübendorf, nachher bei Colorado Avalanche gewesen und in der letzten Saison noch bei Omsk, bei Russland. Erzähl mal kurz, wie das zustande gekommen ist, dass wir den zu uns holen konnten. Ja, bei uns ist es so, dass ich persönlich eigentlich Leute in seinem Umfeld kennengelernt letztes Jahr.
bereits in Fisch beim Turnier unten und da hat man die Möglichkeit gehabt, miteinander zu reden und da habe ich mal angemeldet, dass wir Interesse hätten, wenn er quasi würde in die Schweiz kommen, weil er hat ja noch einen Vertrag gehabt in Omsk und da hat man mal zuerst müssen schauen, ist das irgendwo möglich, dass der Vertrag aufgelöst wird. Er hat sich dann entschieden und dementsprechend ist man dann in die Verhandlungen gegangen und da sind wir froh, hat er sich für uns entschieden. Absolut. Von der KHL in die National League zu den ZSC Lions und jetzt gibt es die erste Strafe von dieser Partie und Freude herrscht ein bisschen, weil sie ist gegen den HCD. Es ist auf der Bank im Moment der Timo Turunen und das bedeutet 2 Minuten Powerplay mit den Special Teams und unter anderem eben mit meinem Guy to Watch, Sven Ghetto. André Ghetto, wir schauen mal, was da daraus kann entstehen. Unter anderem auch der Chris Baldisberger, der schützt zum 1-0 auf dem Eis. Bulli wird gewonnen, wir können uns schon mal festsetzen, ein Querpass kommt über, aber der wird leider nicht dort angebracht, wo wir haben wollen. Das heisst, der Wose kommt dazwischen, bringt die Scheibe weg und wir müssen wieder von hinten aufbauen. Gesamthaft sind es noch 6 Minuten 42 in dem Drittel, wo die Spiele sind. Aufbau von der wichtigen Mittelzone, wie wir es vorher gerade von Sven gehört haben. Da versucht sich da gerade ein Zürcher im Alleindurchgang durchzudanken. Das ist der Gerard Rogue, der spielt einen Perpass über. Au, aber da kommt er doch nur ums Goal um mit dem Abschluss. Das heisst, der Schiebe ist links vom Pfosten verbispediert worden. Jetzt aber der nächste Versuch, Noro, Pass, Direktabnahme. Das ist der Freddy Patterson mit seiner klassischen Art. Ich habe das Gefühl, der schießt einfach immer, sobald der Schiebe hat. Das ist unglaublich, das ist so ein bisschen sein Job, oder? Ja, ich glaube, man weiss, dass er eine Riesenkanone hat. Und vor allem, er hat einen Stock mit seiner Krümmung. Gerade wieder ein Versuch von ihm. Nein, er spielt so Pass. Ist, oder? Und darum ist es sicher so, dass für ihn eben Powerplay ist eigentlich vielfach so, dass er 50% von seinen Schüssen, beziehungsweise von seinen Goalschüssen, der im Powerplay und da ist sicher eine riesen Waffe für uns. Zwei Kanonen mehr abgeführt, gerade wiederum hat es glaube ich gehört, sie sind an der Plexi-Scheibe gelandet. Hinten dran, der Freddy ist schon wieder einen Stock auf halber Höhe hinter sich, er will nur eins, er will auf das Ding bängeln, kommt die nächste Möglichkeit über und zieht ab, aber der Aeschlimann kann da wieder parieren, sieht sehr gut aus an dieser Stelle, muss man sagen, souverän pariert, das ist natürlich aber auch gefährlich, oder? Jetzt kann sich da ein Goalie profilieren und kommt langsam Sicherheit über so. Ja, wobei diese Schüsse sind eigentlich sehr gefährlich. Aber ich glaube, jetzt hat es vielleicht noch das ein oder andere Mal gefeiert, dass man ihm noch die Sicht genommen hätte, dann wäre es wahrscheinlich zum 3-0 gekommen. Genau, es ist nämlich immer noch Powerplay, das Powerplay glatt 43 Sekunden. Da ist natürlich klar, dass man einen ins Slot versucht zu stellen, der da eben am ersten Mal die Sicht kann nehmen. Meistens müssen die sehr, sehr hart einstecken. Ist oftmals auch der Chris. Jetzt gerade im Moment ist es der Krüger. Jetzt aber auch wieder in Position. Unser Team-Guy to watch eigentlich, der Marco Rossi. Sein erstes Spiel für ZSC Lions in dieser Saison für uns da. Jetzt aber leider auch ein Scheibenverlust. 20 Sekunden haben wir noch. Neuer Aufbauversuch über den Dennis Hollenstein. Spielt auf die Seite raus. Formation steht fast. Ja, Hollenstein kann die Scheibe entgegennehmen. Auf der rechten Seite Goalhöhe, spielt wieder hinten. Positionen sind verteilt. Die Scheibe die zirkuliert von Spieler zu Spieler, von Zürcher zu Zürcher. Man hört aber schon das Klopfen im Hintergrund von Lukas Flühler, der es andeutet, der HCD ist in dem Moment wie der komplett. 4 Minuten 44 geht es noch in diesem Drittel, nach wie vor 2-0 für ZSC Lions. Und weil jetzt, wo sie sich befreit haben und sie wieder vollzählig sind, kommt es zum nächsten Unterbruch. Einer von den Davoser, den ich vorher ein bisschen genauer angeschaut habe, ist der Andres Ambühl. Er einer, der auch mal kurze Zeit bei den ZSC Lions war. Ansonsten hätte es ja noch ein paar Davoser, die ZSC Lions ehemalige Spieler sind, aber die sind alle auf der verletzten Liste. Der bekannteste von den letzten Jahren ist sicherlich der Fabrice Herzog. Jetzt aber bei uns wieder da der Tim Berni, der ganz gefährlich kann aufs Goal schiessen Grund, weil man eben genau wieder die Sicht hat können verdecken vor dem Aeschlimann, vor dem Goal. Der hat aber Joner schnell genug tun und kann dafür sorgen, dass da die Scheibe wieder in Davoser Besitz kommt. Wir sind in der Neutralzone mit einem schönen Check an der Bande vom... Wer ist es gewesen, Sven? Ich glaube, es ist der Martin. Nein, es ist der Truttmann gewesen. Der Dario ich glaube, das genau zeigt, was Transition ist. Man muss auf der blauen Linie aufstehen und das haben unsere sehr gut gemacht. Und jetzt haben wir aber gerade einen Scheibenverlust, der nicht gut ist. Genau, sie kommen in die Zone rein, könnten aber sehr gut auch wieder unterbunden werden. Ich würde sagen, die Defense macht einen guten Job bis jetzt, Sven. Ja, ich glaube, eben jetzt gerade die Situationen, die wir hier haben, wir dürfen die Böckverluste nicht zu gross werden lassen, weil es gibt Momentum für das andere Team.
Und hinten, wenn wir ihn haben, dann müssen wir schnell los hinten raus, weil sonst ist der Boss zu gefährlich. Wir versuchen auch das Momentum zu nutzen. Über den Sven Andrietto, der da hinter dem Goal durchfährt, sich dort wieder kann festsetzen kann, einmal mehr gerade wieder an die Scheibe kommt. Das zirkuliert dann natürlich sehr, sehr schnell, wie ihr es ja auch kennt vom Hockey. Das ist für uns umso spannender, um es für euch möglichst schnell zu kommentieren. Wir sind immer noch am Scheibenbesitz. Andrietto spielt über und Noro spielt statt. Das ist uns ein Querpass. Ich glaube, da wäre der Schuss jetzt besser gewesen. Ja, definitiv. Aber so bleiben wir immerhin immer noch in Scheibenbesitz bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Davoser wieder in die neutrale Zone kommen. Dort dann aber in ganz komischen Pass spielen, wo der Christian Marti problemlos kann entgegennehmen kann. Kurve da hinter das Goal von Lukas Flühler. Und es gibt einen weiteren Change, einen Aufbau über den Noro, der auch in meinen Augen eine unglaublich wichtige Rolle spielt im Team, Sven. Er ist natürlich ein Verteidiger, der so gut sowohl ein Auge hat wie auch einen guten Schuss. Und wenn man gegen ihn spielt, weiß man nicht, was kommt. Und das macht ihn so gefährlich und unberechenbar. Und gleichzeitig weiß man auch, er kann gleichzeitig noch checken. Also für einen Stürmer nicht sehr angenehm, gegen ihn zu spielen. Genau, das sieht man auch an seinen Punkten, die er holt. Wir haben ja den Topscorer, den Dennis Hollenstein, aktuell mit 10 Punkten. Dicht gefolgt vom Ghetto und vom Noro, wo beide mit 9 da stehen. Und das widerspiegelt sich natürlich auch in dieser Statistik. Jetzt ein nächster Schussversuch von Davoser da. Haut er aber einfach über die Scheibe, zum Glück von uns. Und somit ist die Gefahr für den Moment wieder gebannt. Davos aber einmal mehr hartnäckig da an der blauen Zone. Sie versuchen genau das, was du vorhin gesagt hast, Sven, nämlich dort die Dominanz zu gewinnen und dann eben die richtigen Momente können für sich zu entscheiden. Jetzt versuchen wir aber wieder die Scheibe für uns zu gewinnen und eine Situation zu kreieren, die gefährlich werden könnte für Davoser. Im Ecken rein gerade 3 Personen, die um die Scheibe kämpfen. Die Scheibenverlust aber wieder für ZSC Lions und ein Böck, der sich in der neutralen Zone Richtung Zürich begibt. Einmal mehr das vierte Höch, wo sie da versuchen, die Scheibe aus dem Ecken zu bringen. Eins gestochen, die Scheibe hätte befreit werden können. Für die Zürcher, die greifen da und schiessen Richtung Eschlimann rechts am Goal vorbei. Die Fanghand von Eschlimann ist noch dran gewesen, die wäre aber so oder so ein paar Zentimeter am Goal vorbei. Jetzt kommt aber ein weiterer Querpass, nächster Schuss, Versuch und der hat wirklich wenig gefehlt, wenig Zentimeter. Da ist eigentlich die Fanghand wäre nicht genug schnell oben gewesen, leider berührt sie aber die Fanghand vom ersten Mal. Darum ändert der Böck die Richtung so, dass die Scheibe eben nicht im Netz, sondern neben dem Goal landet. Wir haben noch 1 Minute und 12 in diesem ersten Drittel zu spielen. Ein Drittel, wo man kann sagen kann, die Zürcher haben sehr stark angefangen, mittlerweile eher ausgeglichen sein. Ja, ich denke eben, was sicher ist, man sieht, Davos ist eine Mannschaft, die mitspielen und nicht einfach irgendetwas machen, sondern ich glaube, momentan darf man schon sagen, dass wir eine bessere Mannschaft sind, vor allem im Kreieren von Chancen. Ich glaube, eben wenn wir irgendwie etwas ihnen zugestanden haben, dann ist es eigentlich fast ein bisschen das Eigenverschulden gewesen, weil wir irgendeinen Böck nicht rausgebracht haben. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was wir weiterhin machen müssen. Jetzt war es gerade ein bisschen Pech gewesen, dass der Schiedsrichter im Weg gestanden ist. 33 Sekunden noch zu spielen. Ich gebe dir absolut recht. Wir werden im nächsten Drittel sicher auch die Statistiken mal thematisieren mit den Schüssen aufs Goal, weil da sind wir definitiv überlegen und darum steht sie auch 2-0. Also da ist die Führung sicher nicht gestohlen, das kann man sagen. 20 Sekunden versuchen wir noch zu nutzen. Noro einmal mehr mit einem schönen Querpass von der blauen Linie, wo ein verdeckter Schuss kann abgegeben werden, dann aber Torum offside. Ja, eine Behinderung vom Goalie, darum geht es in den Mitteldrittel. Aber was da vielleicht gerade noch schön war, ist, wenn ein Verteidiger gespielt. Das hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Nämlich der Nachteil ist, dass sich Davos können vor ihren Goalie stürzen. Und dann ist es auch immer gefährlich, wenn man einen anschiesst, dass es dann zu Konter kommt. Da müssen wir sehr aufpassen gegen Davos. Das wird sicherlich auch in 15,2 Sekunden Spielzeit, die noch auf der Uhr ist, nachher in der Garderobe nochmal thematisiert. In der Garderobe, wo man glaube ich, aktuell auf 2 Garderoben aufteilt ist, damit man den Abstand einhalten kann. Wie geht das mit der Kommunikation? Also? Ja gut, eben, dort ist ganz klar, wie du gesagt hast, man hat 2 Garderoben gemacht. Man hat die Garderobe aufgegeben, wo man normalerweise nur mit Strassenkleider abtut und dann mit dem Kombi die grosse Garderobe geht. Und da hat man jetzt eigentlich abgemacht, dass man wöchentlich wechselt, dass immer wieder eine andere Linie dort drin ist, dass man quasi super aufteilen tut. In der Kommunikation ist nachher klar, wenn es Teamsitzungen gibt, dann wird das nachher selbstverständlich mit Masken gemacht und dann in der grossen Garderobe. Aber unser Trainer macht eigentlich selten Sitzungen, die länger als 5 bis 10 Minuten gehen. Und unser Trainer und auch die ganze Mannschaft macht heute Abend im ersten Drittel bis jetzt einen sehr guten Job. Wir gehen mit 2-0 in die erste Drittelspause und melden uns rechtzeitig zum zweiten Drittel wieder. Bis gleich.
In 2 Minuten und 15 Sekunden bricht das zweite Drittel an hier im Hallenstadion. Aktuell steht es 2:0 für die ZSC Lions gegen den HC Davos. Wir haben eine spezielle Situation und darum auch ein spezielles Format für euch, das Lions TV, aber auf uns gerichtet. Mit uns meine ich Sven Leuenberger, mein Co-Moderator heute Abend, und mich, der hier versucht, euch die Bilder zu präsentieren, die wir eben sehen. Aus Fernsehrechtsgründen dürfen wir nicht das Eis für euch filmen, versuchen so aber das Beste für euch zu kommentieren. Und eben natürlich mit so einem Interviewpartner kann man dies und das eben rundherum auch noch informieren. Und wir haben einiges zu thematisieren, bevor das Spiel wieder weitergeht. Es ist ja einiges gelaufen, schon im ersten Drittel. Wir haben ein Torverhältnis von sage und schreibe 18:4 für die ZSC Lions. Und das spricht ja schon mal eine ganz klare Sprache. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht auf 18:4 ist uns, für uns tippen, die hätte irgendwie so die Hälfte oder 18:9 oder so denkt. Ja, ich weiß nicht, ob die Statistik zu 100% stimmt, aber es ist sicher schön und zeigt auch, dass wir uns mehrheitlich in der offensiven Zone aufgehalten haben. Das ist so, es war ein Fairspiel auch gewesen, bis jetzt, wo in einer Minute weitergeht. Wir haben einen Strafempfang gesehen gegen Davos und ich frage mich natürlich jetzt auch, oder? Für Zürich ist das 11. Spiel, für Davos das 5. Wie fest hat das einen Einfluss im Moment? Ja, es ist sehr schwierig einzuschätzen. Also, ich glaube, der Vorteil von uns ist sicher, dass wir irgendwo in einen Rhythmus hineingekommen sind oder in einen Rhythmus haben. Bei Davos ist es sicher schwierig, wenn du nur eine Woche ein Spiel hast. Ist sicher sehr schwierig. Ich glaube, was aber noch viel schwieriger ist, ist sich eigentlich immer wieder darauf einzustellen, ist jetzt der Match oder eben ist Corona-technisch irgendwie wieder jemand krank oder darf man nicht spielen. Ich glaube, das Auf und Ab ist immer sehr, sehr schwierig. Es ist unglaublich, die Halbliga. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ist in Quarantäne im Moment. Das ist Biel, Rappi, Ambri, Zug, Genf und eben auch der Gegner, den wir eigentlich am Sonntag haben wollen, im Hallenstadion begrüßen, die SCL Tigers. All diese Teams, die Hälfte der Liga, also momentan nicht am Spielen. Wir spielen jetzt aber wieder und kommentieren fleissig für euch das zweite Drittel, ZSC Lions gegen den HC Davos. Am Bulli-Punkt geht es jetzt natürlich jeden Moment los. Die Scheibe wird eingeworfen vom Anssi Salonen und das zweite Drittel, das ist angespielt. Die Zürcher haben das Bulli können gewinnen, sind in Scheibenbesitz, versuchen da in die gegnerische Zone reinzukommen, verlieren die Scheiben aber und müssen von hinten drum her nochmal aufbauen. Macht das über den Christian Marti. Der Christian Marti, der übrigens aktuell die beste Plus-Minus-Statistik hat, mit plus 4 steht er im Moment da. André Ghetto in dem Moment in die blaue Zone gefahren, versucht über Backhand richtig Goal vorzupreschen, kann die Scheibe hinter das Goal bringen und ein weiterer Schuss wird abgeführt von Zürich. Der landet aber im Körper von einem Zürcher, der kann jetzt aber wieder aufstehen. Nächster Schussversuch von Maxim Nora aus der zweiten Reihe, der aber über die Schulter vom Ashley-Mann abgelenkt. Hinter das Goal, somit immer noch Zürich in Scheibenbesitz, verliert sie aber in dem Moment, weil er hinter der Bande durchgelangen ist und somit ein Gefahrengebiet von Davos verlassen hat. Ein erneuter Aufbauversuch von Zürich, dort steht aber ein Davoser schön in die Linie rein, weil man sie wollte über die Bande gegen Führer spedieren. Trotzdem Zürcher jetzt aber wieder im Scheibenbesitz. Krüger aus dem Ecke spielt hinter das Goal. Dort versucht der Berni die Scheibe zu kontrollieren. Wiederum in die Ecke reingefahren. Versucht jetzt einen Pass hinter zu spielen. Das passiert auch. Ein Schuss aus der zweiten Linie wird abgeführt, aber landet in den Beinen vom Ashley-Mann. Davos wiederum ein Gegenangriff, ein schöner Querpass über und da wird es gefährlich vom Lukas Flüder, der sich da aber kann ausreichend Ruhe bewahrt und zwischen seinen Schonern die Scheibe gut kann begraben. Es gibt in dem Moment aber auch eine Strafe gegen Zürich und gegen den Markus Krüger. Ja, ich glaube, es ist eine von diesen Strafen, die man muss nehmen als Spieler. Also der Joe Thornton wäre da wirklich gerade allein zum Abschluss gekommen. Der hätte in höchster Not noch können, eigentlich im Eis auf den Stock, aber auch einen ganz klaren 2 Minuten Stockschlag. Aber eine von diesen Strafen, die es wert sind. Genau, Joe Thornton natürlich einer mit viel, viel Erfahrung, nicht unbedingt der schnellste, aber eben sicher einer, wo man extrem aufpassen muss, weil er das Spiel von der Davosen kann prägen. Wir schauen, was jetzt gerade in den nächsten 2 Minuten passiert, wo Zürich im Boxplay spielen wird. 2 Strafminuten, 18 Minuten, 25 Minuten spielen im zweiten Drittel. Erster Schuss von der Davosen kann aber abgeblockt werden von Lukas Flüeler und die Scheibe wird raus spediert. Das bedeutet, man muss wieder von hinten her aufbauen, macht das über den Magnus Nigren, den Topscorer von den Davoser. Sie versuchen da wieder langsam in die Zone reinzukommen, damit sie ihre Formation vom Powerplay können
aufbauen, aber unser Penalty Killing steht. Der Patrick Gehring kann da die Scheibe erneut so weit rausschlagen, dass sie beim ersten Mal wieder muss in Empfang genommen werden. Wir sind in der neutralen Zone, kommen in die blaue Zone. Jawohl, und da haben sie es gemerkt in dem Moment. So ist es, das bedeutet die nächste Strafe. Ganz ärgerliche Strafe. Ist das ein bisschen der Fehler vom Coach? Ja, normalerweise würde der Coach eigentlich die nehmen, die aufs Eis können. Und manchmal hört es einen nicht und kumpelt dann da rein. Und es ist ein Aufpassen zwischen dem Coach. Also der Coach muss gut kommunizieren, muss auch schauen, ob es der Spieler gehört hat. Aber der Spieler ist natürlich auch verantwortlich. Da ist sicher ein Verteidiger zu viel auf dem Eis gewesen. Zu viele Spieler auf dem Eis, also das Verdikt bedeutet 1 Minute und 18. Davos mit 5 Spielern, Zürich mit 3. Und das sind genau die Momente, wo man eigentlich vermeiden will. Die Chance, dass da natürlich jetzt ein Treffer fällt, enorm höher. Und Simic ist da, wo in dem Moment rausgeht. Nein, es war nicht Simic, sondern der Sieger ist richtig, der da eben noch Platz nimmt, jetzt neben dem Markus Krüger. Und das Bulli wird angespielt. Davoser könnte das aber glücklicherweise nicht für sich entscheiden. Sie geht aus der Zone aus und das sind wertvolle Sekunden, die jetzt verstreichen für ZSC Lions. Eine Minute 10, doppelter Unterzahl. Zürcher können aber tatsächlich die Scheibe kontrollieren, machen da gerade ein ganz starkes Penalty Killing und hauen da die Scheibe fast wieder aus der Zone. Können sie nach wie vor blockieren? Ein weiteres Foul. Es ist unglaublich. Es ist, ja, wegen Beistellen. Das heisst, ja, das wird ganz, ganz schwierige Zeit jetzt, wo Zürcher müssen überstehen. Ja, ich glaube, wir hätten den Böck vorher abschiessen müssen. Sind sie uns vorchecken. Der Gehring hat keine Optionen mehr gehabt. Wir müssen rundherum schiessen. Sie haben ihn abgefangen. Es war in einem Zweikampf verwickelt und nimmt die Strafe. Ja, sicher nicht ideal. Wir schauen also, was passiert. Beobachten natürlich auch für euch immer die Uhr. 17:21 noch zu spielen. 57 Sekunden einmal da noch auf der Uhr und 1:39. Für den Sigrist und das Bulli wiederum vor dem Lukas Flüeler. Gespielt vom Andres Ambühl von Davos. Der verliert aber, ja, er kann einen Pass überspielen, Schuss aber über das Goal vom Lukas Flüeler. Und einmal mehr funktioniert das hervorragend. Da muss man also die Mannschaft im Penalty Killing mehrfach loben. Das Dritte schafft es immer wieder, die Scheibe raus zu boxieren und könnt so dafür sorgen, dass der Woser erneut neu aufbauen. Die haben natürlich jetzt alles auf dem Eis, wo Rang und Namen hat bei ihnen, Nygren und natürlich eben auch Joe Thornton. Und wir schauen mal, wie sie jetzt die Formation können weiterführen. Thornton gibt einen Querpass, der kommt aber hinter dem Goal nur durch. Bedeutet einmal mehr wieder befreit. Zürich, sie machen es hervorragend im Boxplay. Ja, ich glaube, wichtig ist jetzt, dass man die 15 Sekunden holt. Dann ist nämlich die dritte Strafe, die anfängt zu laufen und nachher wieder voll Gas geben. Genau, das Momentum unbedingt auf unserer Seite behalten. Wir haben sensationell gestartet im ersten Drittel. Das könnte natürlich jetzt ein herber Schlag sein. Thornton an der Scheibe, schaut um, hat natürlich ein unglaubliches Auge. Und da aber Glück, dass sie den Davoser nicht direkt annimmt, sondern er stoppt die Scheibe zuerst. Jetzt spielt über zum Thornton, kann aber da noch blockt werden. Das heisst, ein Zürcher hat eben noch den Stock dazwischen gehabt. Genauer der Baldisberger, der Phil Baldisberger, der da einen super Job macht in diesem Spiel bis jetzt. Und einmal mehr kann die Scheibe rausgeschlagen werden. 1 Minute 32 sieht man noch auf der einen Anzeigetafel und immer noch 40 Sekunden für die 5 gegen 3. Genau. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine tighte Box, also sehr eng miteinander spielt, dass die Querpässe muss man vermeiden. Das ist eigentlich die schwierigste Situation für einen Goalie und die haben wir jetzt eigentlich sehr gut mit den Stöcken eigentlich abblockiert. Special Teams gerade wieder im Einsatz. Ein weiteres Bulli vor Lukas Flüeler, der sich jetzt auch schon ein, zwei Mal hat können auszeichnen, total wach ist und aber auch Ruhe ausstrahlt, die in dieser Phase auch so wichtig ist. Davos immer noch in Scheibenbesitz. Das Spiel läuft, sie lassen sie da schön von links nach rechts zirkulieren. Kommen zum Abschluss, schiessen aber links vorbei. Und da kommt der Sigrist gerade aus der Box raus, kann die Scheibe allerdings nicht ganz kontrollieren und darum landet sie wieder bei Davos, allerdings ziemlich hin und sie müssen erneut versuchen, da ihre Formation aufzubauen, kommen über links raus, hinter dem Goal, spielen hinter dem Goal durch, über die Bande, Formation von Davos steht, Zürich ist aber hart am
nachdrücken und ist bei jedem Pass gerade wieder zur Stelle und schafft es da unglaublich gut stören. So gut stören, dass die Scheibe fast die blaue Zone verlässt. Jetzt aber einen schönen Querpass und eine riesen Parade von Lukas Löhr. Da hat er seine Beine und seine Akrobatik komplett souverän ins Spiel gebracht und hat alles rausgeholt. Und jetzt aber den nächsten Angriff von André Sambühl einmal mehr. Oh, da hat der Flüder den Stock verloren, weil er so fest entgegengekommen ist am Anbühl, macht aber einen riesen Job. Jetzt aber immer noch der Flühler ohne Stock. Jetzt hat er den Stock wieder zurück bekommen und in dem Moment verlässt die Scheibe auch wieder die gefährliche Zone. Noch 16 Sekunden Powerplay. Hey, Zürich, das ist Kämpfen. Ein starker Pass einmal mehr, aber von der Davoser, der geht rechts am Goal vorbei. Der Flühler wäre aber auch schön rausgefahren, hat seine Fanghand ausgefahren. Ich glaube, der wäre nicht im Goal gelandet, höchstens in der Fanghand von Lukas Flühler. Und das tut natürlich Lukas Flühler extrem gut nach Verletzung und eben auch ein paar Spiele, wo der Weber mehr gemacht hat, um so zu sagen, hey, Guys, ich bin für euch da. Und die ZSC Lions sind in dem Moment wieder komplett und können natürlich jetzt da Aufwind mitnehmen und von dem Ganzen profitieren. Hollenstein kommt ein Pass über. Von da ist sie drin! Da ist sie drin! 3:0 kommt ein Pass über und was für ein Comeback nach so einer Unterzahlsituation. Da zum Einnetzen, zum 3:0. Dennis Hollenstein kommt einen wunderbaren Pass über. Sven, den nehmen wir! Ja klar, nein, wenn wir ihn, glaube ich, auch wirklich super gewesen, der Team Berni hinten gut ausgelöst nachher. Ich weiss nicht, wer es war, ein super Querpass und der Hollenstein allein, glaube psychologisch sehr wichtig, weil jetzt ist der Davos am Drücken gewesen, super Parade, Weltklasse von Lucky. Ja, bravo Jungs, haben das super gemacht. Ja, also da kann man jetzt wirklich von A bis Z laufen, von hinten bis vorne, effektiv eine ganz, ganz starke Aktion vom Lukas Flühler, der seine Beine wirklich so ausspreizt und so eben verhindert, dass man um ihn herum kurven hat, richtig den Spieler gelesen und dann den wunderbaren Pass in die Lücken. Allerdings eine riesengroße Lücke auch gerade gesehen, hat da wo es geschlafen einfach. Jetzt kommt noch Coaches Challenge, ich glaube, sie challengen zu Offside. Das wird sein, da müssen wir natürlich jetzt kurz abwarten. Coaches Challenge bedeutet also, wenn es jetzt da aber ein Kreis ist, dann gibt es 2 Minuten Strafe. Ja. Für Davos. Also gegen Davos. Genau, richtig. Ja. Jawohl. Genau, da müssen wir natürlich immer wieder ein bisschen Fachmann fragen. Haben wir vorher einmal verschwätzt, 2 Linienpass gesagt statt Icing. Aber so Sachen passieren, wenn man den ganzen Tag so viel schwätzt. Aber wir versuchen so viel wie möglich zu kommentieren für euch, liebe Fans. Weil eben, ihr habt nur uns, die ihr anschauen und ertragen in dem Moment. Wir würden euch natürlich auch gerne das Spielfeld und das Spielen so zeigen. Aber es ist verboten, weil es sind TV-Rechte, die da mehr Einfluss haben. Und natürlich eben auch Gelder, die fliessen. Und darum bieten wir euch die Varianten und versuchen euch da natürlich eben dafür so gut wie nur irgendwie möglich auf dem Laufenden zu halten. Und wir haben okay, jetzt in dem Moment gerade, wie man sieht, Sven Leuenberger in Aktion. Er bekommt da immer wieder Informationen. Normalerweise bist du ja eigentlich auch mit unterhalb von der Logenplatz. Wie verbringst du normalerweise ein Match, wenn du neben nicht mit mir am Kommentieren bist? Ja, eben wie gesagt, wir haben einen Tagger und einen Goalie-Coach und beide sind genau auf das eigentlich ausgebildet und haben jetzt schnell durchgegeben. Sie sagen, fast nicht zu sehen, sie tippen eigentlich auf keine Offside und dementsprechend Goal. Ja, wird interessant sein, was sie sagen, aber eben zurück zu wo ich bin. Ich bin dort unter der Loge, hat sie so Kämmerli und dort bin ich mit diesen zwei, mit dem Tagger und mit dem Goalie-Coach zusammen und schaue den Match eigentlich von hinter dem Goal. Genau. Und deine Aufgabe während dem Match ist ja, glaube ich, auch manchmal so einzelne Szenen rauszufiltern, wo man den Spieler nach dem Match gleich wieder zukommen lassen kann, um zu sagen, oder ist es mir der Johan Andersen, der eigentlich das macht und einfach sagt, hey, look, da musst du nächstes Mal drauf schauen. Ja, das ist sicher mehr der Johan Andersen. Aber ich glaube, nach dem Drittel zeigt schnell jeder, was er gesehen hat und dann geht der Johan eben mit den nötigsten Informationen, mit dem Laptop und dann kann man zum Beispiel Powerplay oder Boxplay-Situationen anschauen oder wenn irgendetwas passiert ist, wo man vielleicht vor dem Match im Pre-Scouting nicht gesehen hat, dass man dann sagt, oh, Davos macht immer das und das und das oder selb und selb und selb und darum ist der Johan eigentlich für unseren Trainer Gold wert, weil der macht eigentlich all das, eben das Pre-Scouting, das man macht, zum Beispiel eben, was für Face-Off-Plays hat Davos oder wie lösen sie aus oder was für spezielle Sachen haben sie und da wird dann so die 5-6 wichtigsten Punkte rausgenommen und dann nach dem Morgentraining wird das dem Team vorgestellt und ja, und dann ist das eigentlich der Gameplan für heute Abend. 5 Minuten 50 in dem zweiten Drittel sind gespielt und wir sind noch am Warten, was da passiert. Die Heads sind immer noch vor dem Bildschirm und schauen, wird der Treffer geben oder gibt es eben
ein 3:0. Ich habe es jetzt mal schon eingetippt, ich hoffe, ich muss es nicht zurückziehen. Und wir sehen jetzt in dem Moment, wie die Herz wieder ihre Helme anlegen. Und wir wissen beide, was passiert. Ich werde das Zeichen für euch machen und ihr werdet wissen, ist es ein Goal oder nicht. Und das Zeichen kommt und ihr alle wisst, was das bedeutet. Zusätzlich hört man ja auch noch die wunderbare Melodie. Uns ist allen klar, der Treffer zählt 3:0. Für ZSC Lions, also da haben wir jetzt wirklich ein unglaubliches Momentum nochmal können zu uns drüllen, nachdem wir da eine enorm schwierige Phase haben müssen überstehen mit langer Zeit 5-3. Und weil eben die Coaches Challenge ein Misserfolg war, bedeutet das zusätzlich 2 Minuten für Davos und 2 Minuten Powerplay für die ZSC Lions. Und sie haben jetzt hier am Bully den Garrett Rowe, der natürlich so schnell wie möglich versucht, in Scheibenbesitz zu kommen, damit unsere Special Teams, unter anderem mit dem Ghetto auf Mies, den ich ja ein bisschen genauer beurteilen heute, kann versuchen, da nochmal nachzusetzen und eben, ja, Vorentscheidung ist meistens übertrieben im Hockey, aber einen weiteren Treffer für Zürich versuchen zu erzielen. Wir sind in Scheibenbesitz, Garrett Rowe, einer von unseren Bulli-Personen, die das souverän gemacht hat. Wir sind jetzt aber leider nicht ganz in die Zone gekommen, wo sie gut können stören, die Scheiben hinter den Lucky bringen und von dort aus gibt es den nächsten Restart. Es ist der Maxim Noho, der da hinten spielt, auf der Row, wieder über. Wir sind in der Zone, Formation steht, Ghetto auch hinter dem Goal, aber der Markus Nygren, der da wirklich seinem Helm, den er hat, der Postfinanz-Topscore-Helm, gerecht wird in dieser Partie. Er ist da sehr, sehr auffällig aus Sicht von der Davoser und kann einmal mehr befreien. 1 Minute 13 noch Powerplay für Zürich. Man versucht, aus der neutralen Zone wieder reinzufahren. Über den Markus Krüger, der hinter dem Goal versucht durchzuspielen. Dennis Hollenstein auf dem Eis, aber einmal mehr ist sie eben ums Eisfeld rund um die Kurve, die Scheibe. Das bedeutet, sie ist von der einen Seite reingebracht worden und auf der anderen gerade wieder direkt aus der gefährlichen Zone raus. Man versucht es einmal mehr über die linke Seite, jetzt in dem Powerplay immer wieder die Seite, die gewählt wird, zum Reinkommen, dass man gelingt, sich so zu positionieren, dass man abziehen kann. Simic aus der zweiten Reihe, aber ziemlich daneben. Das heisst, Chiban ist so nach links spediert worden, dass sie nicht mal richtig Goal hat können gebracht werden. Jetzt Dennis Hollenstein wieder einmal mehr mit einem kleinen Exploversuch. Tankt sich da durch, kommt in die blaue Zone, bricht dann aber ab, spielt Chiban gegen hinten, wo der Simic auch parat steht. Jetzt hinter dem Goal durch, auf der anderen Seite. Davos aber da jetzt natürlich sehr, sehr wach, weil sie wissen ganz genau, das nächste Goal darf für sie aus ihrer Sicht nicht passieren. Wir hoffen natürlich noch darauf, haben noch 10 Sekunden wieder das Powerplay. Simic wieder auf der linken Seite an der Scheibe, spielt gegen hinten zum Gehring. Der spielt aber Pass! Oh! Und dann direkt Abnahme, nachdem der Gehring souverän übergespielt hat. Aber die Strafe ist abgelaufen. Gleich nochmal Zürcher mit einem Schussversuch. Pass hinter das Goal, aber dort kann sie wieder von der Davoser abgefangen werden und die Strafe, die wird ungenützt zu Ende gehen. 11 Minuten 54, also bald Halbzeit von dieser Partie. Man könnte aber sagen, Zürich hat das Spiel im Griff. Ja, ich glaube bis jetzt, ich glaube die 5-3-Situation, das war sicher bis jetzt der Schlüsselmoment gewesen, dass wir die haben können überstehen. Ich glaube, es wäre gut, wenn sie so weitergehen, dass wir Davos weiter unter Druck setzen könnten. Wir würden es auf jeden Fall nehmen, wenn es so weitergeht. Liebe Fans, wir haben das nächste Bulli vor Sandro Aeschlimann, der da heute schon einiges hat müssen auf sich Cola. Dreimal ist sie hinter ihn gegangen und wir schauen und hoffen auf den vierten Treffer. Ein schöner Pass über und da der nächste Abschluss. Richtig Aeschlimann, allerdings das Mal ja, so geschossen, dass sich gar nicht gross hat müssen bewegen. Keine Lücke gefunden von den Zürcher und darum ein erneuter Versuch über Garrett Rowe. Der spielt nach hinten einen weiteren Abschluss. Der Aeschlimann muss neutral sich schon richtig leid tun. Uns soll es recht sein. Unglaublich unter Beschuss. Einmal mehr wieder Zürcher, der da richtig mehr Gas gibt. Geht auch Pass vor das Goal. Dort wird er aber wieder gestört und kann nicht so schiessen, dass die Scheibe gefährlich richtig Davoser Goal kommt. Immer noch hinter der Davoser Zone, die Scheibe. Jetzt können sie sich aber langsam befreien und ich habe fast das Gefühl, irgendwann wäre sogar mal das Timeout von der Davoser angebracht, weil sonst werden sie da überfahren. Zürich extrem dominant, spielt das wirklich souverän. Das Einzige, was man im Moment vorwerfen kann, ist die Chancenauswertung.
Ja gut, ist sicher, ja, jetzt haben wir gerade zwei, drei gute Chancen gehabt, aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir weiterhin in diesen Schlüsselmomenten eigentlich Oberhand behalten und uns nicht hinter dem Goal durchgefahren, ein fast versuchter Bubentrick und das mal ist das erste Mal, wo seinen Stock verliert und ohne gerade im Moment ein bisschen hilflos aussieht, weil Zürcher natürlich jetzt versuchen weiter zu drücken, weiter zu passen, weiter zu schieben, passieren lassen und es ist aber so, dass der Schuss, der jetzt gerade abgeführt worden ist, abgelenkt worden ist vom anderen Stock und so aus dem Spiel Feld spediert worden ist. Das bedeutet ein nächstes Bulli wieder vor dem Ashley Mann und unter anderem jetzt Hollenstein Marti auf dem Eis. Das bedeutet, wir haben den zweiten Block auf dem Eis in Kombination mit dem ersten. Wie oft tut man da Blöcke eigentlich auch so ein bisschen untereinander mixen, wenn nicht irgendwie Special Teams auf dem Eis müssen sein? Ja, eigentlich probiert man das zu vermeiden, weil eben, ich glaube, je länger dass man einen Block zusammenspielt, desto besser ist nachher eigentlich Chemie und einfach die, wenn man so schön sagt, die Automatismen, die können stimmen. Und unser Trainer ist dort eigentlich sehr oft so, dass er die eigentlich lang zusammenlässt. Und außer man merkt, es passiert gar nicht, weil aber ich glaube, etwas, was wir machen, ist, wir messen auch immer die Chancen, die ein Block kreiert, aber auch die Chancen, die er gegen sich überkommt. Und wenn das eigentlich im positiven Rahmen ist, dann ist das normalerweise eigentlich, dass man die Linien eigentlich beieinander lässt. Und ich glaube, eben wichtig ist jetzt, wie jetzt, dass man nicht anfängt, irgendwie hinten rumküchle, sondern eigentlich wieder stramm vorwärts spielt. Genau, auf mich jetzt Simic, Hollenstein, noch Martin Krüger. Da ist der Block wieder so ein bisschen mehr vereint und man versucht, die Scheibe wieder gefährlich richtig erst einmal zu bringen. Das gelingt aber einmal mehr nicht. Man ist jetzt doch auch wieder ein paar Mal in der neutralen Zone. Ja, die letzten Minuten haben natürlich auch Kraft gekostet auf beide Seiten. Es ist gerade wieder ein bisschen ruhiger in der Hälfte von dieser Partie. Aber jetzt ist es ganz dumm. Böck, genau. Du kannst das kommentieren, was passiert ist? Ja, ich glaube, eben, wir haben eigentlich, die Linie ist schon länger drin und wir machen einen Böckverlust. Und dann muss man einfach den Böck vor allem im zweiten Drittel einfach tief bringen, damit auch die Verteidiger können wechseln können. Und das hat das Image nicht gemacht, sondern hat dann einfach noch probiert, irgendwo herzuspielen, wo es könnte gefährlich werden, aber meistens wird es dann eben gegen einen gefährlich und nicht für einen. Genau, das Gegenteil ist aber passiert. Die Scheibe ist so hoch wie noch nie in dieser Partie in die Luft gegangen und dann mit einem Handpass hat sie können abgefangen werden, natürlich so schnell und gefährlich gemacht werden für Davoser. Passiert ist aber nichts und somit ist immer noch 3:0 für die ZSC Lions, 8 Minuten 44 noch in dem zweiten Drittel spielen. Aktuell geht die Scheibe vom Flühler wieder führen gebracht worden mit einem schönen schnellen Pass und jetzt die nächste Chance, Goal! Und Goal! 4:0, das macht richtig Freude, Sven, 4:0, das ist ein Z, wie man in den letzten 3 Spielen nicht gesehen hat. Also, was ist los? Ja, ich glaube, was sicher jetzt super war, ist der Marco Pedretti, der ein kräftiger Spieler ist, wenn er super den Böck abgeschirmt hat und dann eigentlich lang gewartet hat, bis sich der Goalie bewegt hat und dann hat er ihn super reingetatscht. Aber ich glaube, noch wichtiger war eigentlich eben der auslösende Pass von der Verteidigung hinführen. Das war wirklich sehr gut gewesen. Und ja, schön 4:4:0. Unglaublich. Ja, der Marco Pedretti darf sich also auch einreihen in der Liste der Goalschützen von der ZSC Lions. Und ich tue natürlich sehr, sehr gerne und mit viel Freude für euch den Spielstand aktualisieren. ZSC Lions 4, HC Davos 0. Wir haben nach 32 Minuten also eine deutliche Führung. Und es spricht im Moment nichts dagegen, ich will es wirklich nicht verschreien, aber nichts dagegen, dass das nicht so weitergeht, weil Zürich ist unglaublich dominant. Ich würde sagen, Sven, jetzt war es wirklich von den besseren Spielen, die der Z bis jetzt in dieser Saison abgeliefert hat. Ja gut, besser, ich glaube, wichtig, wir haben sicher von einem Schlüsselmoment eben den Boxplay eigentlich gekriegt. Und Strafe in dem Moment angezeigt. Ja, jetzt, das ist eine harte Strafe. Also ich meine, Johan Mora probiert eigentlich, hat zwar beide Stock in beiden Händen, aber solange eigentlich der Cross-Check in die Hose hineingeht, von mir aus gesehen, jetzt sehr hart pfeifen. Ist es echt, weil er ein bisschen zu nahe an der Bande war und man darum ein bisschen gefährlich könnte auslegen? Ja, ich glaube nicht, dass es der Bande-Check geht. Ich glaube vielmehr, da leidet er ein bisschen unter seinem Namen oft, habe ich das Gefühl, weil er einfach ein sehr harter Spieler ist, wird er da manchmal bestraft für Sachen, die andere nicht unbedingt
bestraft werden. So wie beispielsweise so ein Mattia Baldi vor rund 20 Jahren. Gegen den hast du auch noch gespielt. Und jetzt ist der Johann Moos, ich würde sagen, so ein Tough Guy, ist aber auch der Christian Marti bei uns. Und das so ein bisschen unsere Bad Boys, kann man sagen? Ja, Bad Boys. Also eben, der Krigo ist vor allem sehr, sehr hart. Also er kann wirklich hart checken. Und ja, ich glaube, jede Mannschaft braucht ein oder andere solche Spieler in seinem Line-Up. Und ja, wir sind froh, haben wir die zwei bei uns. Absolut. Und wir sind auch froh, wenn wir da die Strafe wieder können, ohne Gegengol überstehen. 1 Minute und 32 geht die Strafe noch gegen ZSC Lions, gegen den Johann Mohan, der eben in dem Moment muss in die Kühlbox für Zürcher. Aber einmal mehr, das Boxplay funktioniert auch wunderbar. Also ich kann da viele Bestnoten verteilen, ja, in dem Moment. Aber es ist noch nicht vorbei, natürlich 1:16. Ja, Sven? Oder was man jetzt wieder gesehen hat, was wirklich nicht gut war, jetzt sind beide Stürmer vorchecken. Wir wollen den Puck unter Druck setzen, das ist gut. Aber wenn einer geht, muss der andere dahin bleiben, bis er eigentlich wieder Support hat. Und jetzt sind sie noch wechseln gegangen und dann hat es 3-2 gegeben. Und es hat jetzt nicht gefährlich ausgesehen, weil einfach Davos hat den Puck verstolpert. Aber das ist eigentlich wirklich nicht gut gewesen für uns. Eine gute Mannschaft oder eine Mannschaft, die wahrscheinlich in Form gewesen wäre, hätte uns da bestraft. Ja, und Sven Andrighetto versucht da aber gerade wieder das Gegenteil zu machen. Er hat sich da die Scheibe geschnappt und mittlerweile noch 40 Sekunden Powerplay für Davos. Hat sie so lange können für sich richtig Goal wegbringen, dass es sogar fast gefährlich geworden ist und wir näher an einen Shorthander angekommen ist. In dem Moment aber ein Offside gepfiffen worden, weil Davos dann schon wieder in den Scheibenbesitz gewesen sind, somit das Bulli in der neutralen Zone noch. Genau 40 Sekunden Strafe gegen ZSC Lions, 6 Minuten 43 noch zu spielen im zweiten Drittel. Einmal mehr Markus Krüger am Bulli. Ich glaube, so die wichtigsten Bulli-Spieler sind wahrscheinlich schon so ein bisschen Roe, Krüger, Schäppi. Ja, also eben, wir müssen unterscheiden, wer muss. Oder in der Offensivzone geht es ja vor allem darum, dass man das Bulli gewinnt und dann dementsprechend keine Chance daraus kreieren. Dort sind wir eigentlich mit dem Roll sehr gut bedient. Was sicher momentan ist, ist, wenn es defensiv ist, muss man vor allem unentschieden spielen oder, wenn wir anders sind, nicht verlieren. Und das ist sicher nachher der Krüger und der Schäppi, die diese Rollen übernehmen. Ja. Und wir schauen wieder aufs Spiel und versuchen da so gut wie möglich euch zu kommentieren, dass es nur noch 7 Sekunden geht, dass man da die Unterzahl muss überstehen und dann weiteres Mal wieder vollzählig sind. Und je nachdem, wenn wir jetzt den Schieber gerade holen können, mit einem Gegenangriff startet jetzt aber da, da wo er münd am Boden gedrückt werden, damit sie es ja nicht schaffen, aufs Goal von Lukas Flüeder zu zielen, weil das hätte ganz gefährlich werden können. Man hat aber auch die Situation können entschärfen und schafft es mit dem Jan Moro, der wieder auf dem Eis ist, in Schiebebesitz zurückzukommen und so nochmal eine neutrale Zone für sich zu beanspruchen. Christian Marti hinter dem Goal, Maxim Noro auf dem Eis. Noro spielt die Scheibe wiederführen und der Hohlenstein, der ebenfalls sehr, sehr gut auffällt, da wird er gerade gefällt, aber mit fairen Mitteln, hat da immer wieder so ein bisschen richtige Exploit, kann man sagen. Ja, wobei da muss ich jetzt sagen, das war für mich jetzt eine klare 2 Minuten Beistelle gewesen. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da sieht, aber wir sehen es jetzt noch mal in der Wiederholung. Nein, ist nicht die Szene, ja. Aber ich denke, was jetzt wirklich wichtig ist, dass wir nicht ihnen Goal oder Chancen schenken, einfach durch dumme Sachen von uns. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Drittel können oben runter spielen können, ohne Risiko zu nehmen und eigentlich so 4 oder noch mehr 0 in Pause gehen. Du als ehemaliger Spieler kannst du sicher beurteilen, ist das so ein gefährliches Resultat, 4-0, wo man eben auch mal sagen kann, ja, jetzt kann man sich in falscher Sicherheit wägen? Ja, das ist grundsätzlich immer so, aber ich glaube, ein erfahrenes und ein gutes Team macht es nachher nicht. Aber genau, das ist so eine dumme Strafe, oder ich meine 60 Meter weg vom Goal. Wieso muss man den Stock zwischen den Beinen vor einem haben? Das ist für mich wirklich nicht erklärlich. Also, das bedeutet einmal mehr 2 Minuten. Das Mal trifft der Raffi Prassel, der die Strafe absetzt und 5 Minuten 10 vor Schluss von dem Drittel Davos nochmal eben ein kleines Comeback ermöglicht. Natürlich Joe Thornton auf dem Eis, der sich parat macht mit seinem Topscorer zusammen Magnus Nygren, die beiden, die ich jetzt am meisten aus Sicht von Davos immer wieder ein bisschen vorheben kann. Aber die dritte Person, die ich sehr oft jetzt Maul genommen habe, schon ist der Andres Ambühl, auch er natürlich auf dem Eis und im Moment gerade am Bulli vor dem Lukas Flüeler. Die 2 Minuten Strafe sind in dem Moment angebrochen. Davos kann die Scheibe in der Ecke für sich gewinnen. Der Nygren spielt einen Querpass, die Scheibe immer noch in der zweiten Linie. Jetzt aber
aus der Gefahrenzone. Und genau das, was du vorher angesprochen hast, Sven, hat jetzt ein bisschen jetzt ähnlich funktioniert. Sie sind zu weit führend aufgerückt. Ja, das mal und jetzt auch wieder. Oder? Ich meine, es geht einer wechseln, wo du einfach nie darfst wechseln. Oder? Und das hat jetzt eigentlich auch wieder zu einer Überzahl, also zusätzlichen Überzahl, da wo es geführt. Und ja, wir müssen jetzt da wirklich aufpassen, dass wir da zu Null heben können. Also einmal mehr an der blauen Linie Davos, wo da versucht völlig reinzukommen. Aber einmal mehr gut, schaffen wir es wieder mit einem Fitzen reinheben, da die Scheibe aus der blauen Zone zu bringen. Sie ist im Moment hinter dem Goal von Lukas Flöder und im Besitz von Tim Berni, der da ums Goal herumkurft und versucht, die Scheibe rauszubringen. Und auch da, ja, gerade will ich sagen, also das braucht unbedingt eine. Er wird da mit unfairen Mitteln gestoppt, versucht die Scheibe vorzubringen, aber das sorgt für der Gleichstand auf Mies, 4 gegen 4 für eine Minute und 1 Sekunde, 4 Minuten 11 vor Schluss. Getroffen hat es der Pertu Lindgren und ja, da gibt es keine Diskussion, das ist eine klare 2. Ja klar, 2 Minuten wegen 3 Stellen und es gibt auch keine Diskussion, er ist ohne Kopfschütteln rausgegangen. Voilà, das sagt alles und 4 gegen 4 haben wir heute Abend in dieser Form so noch nicht erlebt und darum schauen wir gerade mal, wie sich das auszahlt. Mein Guidewatch, der Ghetto, ist wieder auf Eis. Ich würde sagen, solide Leistung vom André Ghetto. Ja, ich glaube, er hat sicher heute schon das eine oder andere gemacht, wo positiv ist. Ich glaube, grundsätzlich ist er einer, der den Böck transportieren und führen kann. Und bei ihm, was mir eigentlich sehr gut gefällt, ist egal, ob es eine heikle Situation ist oder nicht, er bleibt eigentlich immer sehr ruhig am Böck und das gibt natürlich auch Mannschaften eigentlich dementsprechend Selbstvertrauen. Wunderbar, also wir versuchen da wieder einmal mehr von hinten her aufzubauen. Es wäre ein Offside gewesen und darum nimmt man die Scheibe nicht an, überlässt sie den Davoser, die können aber auch gerade richtig gegen die Zone vorstoßen. Können wertvolle Sekunden verstreichen lassen, obwohl bei 4 gegen 4 ist das natürlich nicht unbedingt das Ziel, sondern sie sind einfach im Ecke hinten gefangen und schaffen es nicht ganz, die Scheibe irgendwie gefährlich vor den Lukas Flüeler zu bringen. Das Gegenteil passiert, Zürcher könnte die Scheibe wieder übernehmen, versuchen die zu kontrollieren, dass alles andere klingt. Ambühl mit einem Gegenangriff versuchen, aber Lukas Flüeler kann einmal mehr mit seiner Fanghand die Scheibe unter sich begraben. 3 Minuten 14 noch zu spielen, noch 10 Sekunden 4 gegen 4 und dann heisst es 59 Sekunden Powerplay. ZSC. Das sind jetzt wirklich Situationen, die ich nicht begreife und die machen mich fuchsteufelswild, wenn man einfach so den Puck verschenkt und eben, wenn man da ein Goal bekommt, muss man dann am Schluss wieder aufregen, ja, warum ist das so passiert. Oder jetzt können wir hoffentlich 10 Sekunden noch überstehen und dann eigentlich das Powerplay spielen und das wäre dann schon gut, wenn wir da wieder könnten, eigentlich eine Souveränität ins Spiel hineinbringen. Ja, spürbar und sichtbar eben für uns auf dem Feld, dass da doch Fehler gemacht werden, auch wenn wir da immer noch mit 4-0 führen. Und das kann natürlich ein Experte wie der Sven Leuenberger hervorragend für euch kommentieren. Wir kommentieren es darum auf diese Seite und nicht richtig Spielfeld, weil wir die Fernsehrecht ja nicht haben in dieser Form. Versuchen so aber das Beste für euch zu kommentieren, dass ihr eben auch gleich einen Teil von dem Spiel könnt wahrnehmen. Und wir nehmen jetzt gerade wahr, dass noch 35 Sekunden Powerplay für Zürcher auf der Uhr stehen. Man versucht wieder in die Zone von Davos reinzufahren, die Scheibe dort können gefährlich vor das Goal zu bringen, aber das klingt einmal mehr nicht. Der Lukas Flüeler kann die Scheibe von der anderen Seite her wieder in Empfang nehmen, versucht einen Aufbau aufzugleisen. Der Patrick Gehring schafft es wieder über die linke Seite. Sehr oft auffällig mir jetzt aufgefallen, dass sie über die linke Seite versuchen, in die Zone reinzukommen. Noch 7 Sekunden Powerplay, jetzt Stabformation. Das würde noch lange für einen guten Schuss. Da ist gerade der Noro an der Scheibe. Aus der zweiten Reihe ein gefährlicher Schuss, der da aber gerade noch im Slot nicht entscheidend kann abgelenkt werden vom Krüger, dass da sogar schon das 5-0 hätte können fallen. Zum Unterbruch gleichzeitig auch gerade die Strafdauer von der Davoser. 2 Minuten 10 noch auf der Uhr. ZSC Lions, Davos immer noch 4-0. Ist das so ein bisschen jetzt aufgrund von der Spielweise oder was ist der Druck, dass wir auf der linken Seite versuchen, in die Zone hineinzukommen? Ja, es ist so, oder wir wollen eigentlich auf der rechten Seite in unserer Spielrichtung eigentlich das Powerplay aufbauen. Und das. Das erfolgt eigentlich normalerweise über einen Seitenwechsel. Mhm. Und das spielt dann eigentlich so, dass wenn man über links reingeht, dann ist eigentlich nachher die rechte Seite frei und probiert so eigentlich den Gegner auseinanderzuziehen. Aber jetzt auch da wieder, oder? Ja, wir spielen momentan nicht clever. Ein weiteres Icing, das bedeutet, es gibt ein Bulli vor Lukas
Flühler. 1 Minute 50 noch in dem zweiten Drittel. Aktuell sehr ausgeglichene Statistik, was das Goal anbelangt. 2:0 und 2:0. Eine Chance plus für Zürcher kann man eigentlich so notieren, aber vor allem hervorzuheben in dem Drittel. Bis jetzt natürlich die Phase gewesen, wo ca. 5 Minuten nach dem zweiten Drittelstart der Fall war mit den vielen Strafen, die es gegen Zürich gegeben hat. Langs 5 gegen 3. 3 Strafen im Folge, die es dort gegeben hat, die haben überstanden werden und im Gegenzug dann gerade der nächste Treffer für Zürcher gekommen ist. Und wir haben hier reüssieren und hoffen natürlich auf weitere Goal-Chancen jetzt in Form wieder vom Tim Berni, der versucht, die Scheibe gefährlich richtig Aeschli Mann zu bringen. Noch 1 Minute und 14 spielen. Davos in Scheibenbesitz hinter dem Goal. Versuchen da jetzt nochmal einen vernünftigen Aufbau und darum lassen sie die Scheibe ein paar Mal hinterher zirkulieren, dass sie da wirklich können, auch gezielt wieder richtig Lukas kommen. Aber da ist unsere Defense wieder wach, kann die Scheibe abwehren. 1 Minute haben wir noch auf der Game Clock in dem Drittel Davos, aber wieder in Scheibenbesitz. Da wäre schon ein Davoser zum Einschuss bereit gewesen, hat Pfizer schon richtig hoch oben gehabt, kommt aber der Pass nicht über und kann auch so keine gefährliche Situation kreieren. Andres Ambühl im Moment von Davos im Scheibenbesitz, kommt jetzt mit einem schönen Pass zum Abschluss, aber die Scheibe geht links am Lukas Flühler am Goal vorbei, aber so deutlich, dass er sich nicht mal wirklich muss bewegen. Jetzt nochmal 30 Sekunden und Zürich im Scheibenbesitz, die Scheibe aber auch abgeblockt. Im Mittelfeld befinden wir uns aktuell gerade wieder, wo Davoser den Scheibenbesitz haben. Sie spielen hinter dem Goal durch, können dort wiederum versuchen, einen nächsten gefährlichen Pass zu spielen. Einen Pass, den sie zum Abschluss führen könnte, aber das gelingt noch nicht. Und ich glaube, in den letzten 10 Sekunden wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren. Was ich euch sagen kann, ist, dass wir jetzt nach 2 gespielte Drittel wirklich einen guten Z haben dürfen erleben. Wir freuen uns sehr aufs letzte Drittel, wo wir euch nochmal in dieser Form werden kommentieren. Und auch ihr dürft kommentieren auf YouTube, Facebook oder wo ihr das gerade live schaut. Wir schauen nachher rasch ein bisschen in den Chat rein und picken vielleicht auch ein paar Fragen raus. Vielleicht aber auch Fragen, die Merit nach dem Spiel kann an den Spieler direkt stellen. Nachher, ihr kennt es nach jedem Spiel, das haben wir auch heute Abend wieder für euch auf dem Programm. Das ZSC Lions TV Update mit Interviews bei einem Sieg mit 2 Spielern dann heute Abend durchgeführt von der Merit. Also ihr seht uns wenige Minuten oder wenige Sekunden nachdem das dritte Drittel anfängt wieder. Bis dahin, schöne Pause und bis gleich.
Gut. Sind wir bereit, ja. Und da sind wir zurück für euch. 1 Minute und 40 geht es noch bis das letzte, vermutlich das dritte Drittel anbricht. Für unsere ZSC Lions, die mit 4:0 in Führung liegt gegen den HC Davos. Goalschütze bis jetzt, der Chris Baldisberger, bereits in der ersten Minute hat er getroffen. Dann haben wir noch den Raffi Prassel gehabt, Dennis Hollenstein mit einem schönen Solo und der Marco Petretti, der auf die Ruttmann und Flühler Assist da hat können zum 4:0 erhöhen. Also das sind gute Voraussetzungen für das letzte Drittel, wo wir euch wieder präsentieren werden. Mit meinem Co-Moderator und heutigen Abend Sven Leuenberger. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für die Fans, die eben auf dem Weg den Match verfolgen, weil wir dürfen euch aus rechtlichen Gründen nicht das Eisfeld zeigen, sondern so für euch den Match so gut wie möglich begleiten und kommentieren und eben unsere Stimmen so einbringen, dass ihr gleich einen Teil vom heutigen Abend könnt so miterleben könnt. Wie wenn er halt gleich auch ein bisschen bei uns sind. Im Herzen sind wir eh alle dabei, im Herzen sind wir alle bei uns im Z und machen das Beste aus dieser schwierigen Situation für alle Seiten. Und wir haben jetzt dann in 30 Sekunden den Anpfiff. Ich habe da nochmal ein paar Statistiken analysiert. Es ist 32:16 Schussverhältnis nach zwei Drittel. Das heisst, da wo sie ein bisschen nachlegen können, allerdings eben nur mit den Schüssen und nicht mit dem Goal. Wir haben viele gute Szenen gesehen, haben aber auch ein bisschen einzelnes zum Kritisieren gehabt. Was ist das, was dich bis jetzt am meisten gestört hat, Sven? Ja, ich glaube, wir sind 4-0 vorne und ja, bis jetzt eigentlich souverän gewesen, bis ich sage jetzt mal die letzten 4-5 Minuten, wo wir einfach haben, die Böcke-Situationen einfach weitergehen an Davos, wo einfach gefährlich sind. Und ich glaube, was wir nicht dürfen, ist, dass Davos nochmal ins Spiel kommen und wirklich einfach souverän spielen, schnell hinten raus, Böcke tief, die Davos Verteidiger unter Druck setzen und sicher immer genug mal oberhalb vom Böck haben. Das heisst, ihnen keine Überzahlsituationen gegen unser Goal erlauben. Da schauen wir mal, wie gut das uns den Mann im letzten Drittel gelingt. Wir haben jetzt in wenigen Sekunden das Anspiel und werden euch da eben jetzt so die Situationen kommentieren. Bulli gewonnen, Christian Marti kann die Scheibe für sich in Empfangene, spielt da führen und versucht einen Aufbau links außen werden. Chris Baldisberg kann die Scheibe aber nicht in Empfangene, versucht jetzt aber von links nach rechts zu kehren. Spielt dort gegen den Magnus Nygren und kann sich aber im Moment nicht durchsetzen. Andres Ambühl wieder an der Scheibe, versucht über die Mittelzone, über die Neutralzone Davos ins Spiel zu bringen. Wiederum Nygren, der zum Abschluss kommt, allerdings nur so, dass eben mit einem Stock, der dazwischen war, die Scheibe nicht mal richtig Lukas kann final befördert werden. Wir sind nochmal rausgekommen und bedeutet einen weiteren Aufbau von zuhinterst hinein. Davoser macht gerade einen Wechsel, so machen wir es natürlich auch in dem Moment und schauen, wer da als nächstes in der neutralen Zone sich wieder so kann durchsetzen, dass eine gefährliche nächste Situation kann kreiert werden. Das gelingt Davos nicht, einmal nur so, dass die Scheibe mit einer Ablenkung das Feld verlässt und zu einem Bulli vor dem Lukas Flühler kommt. Der Lukas Flühler, der einen Glanz dort gezeigt hat und wer weiß, wer er heute, vielleicht ist er heute noch Interviewpartner von der Merit Zahnemann, der im Anschluss das ZSC Lions TV Update wird machen. Ein potenzieller Kandidat, aber wir schauen mal, welche zwei sie nimmt. Bei Musik gibt es ja immer zwei Interviewpartner. Und wir haben auch gesehen, dass ihr während der Pause, haben wir das können anschauen, fleissig auch kommentiert habt auf YouTube, Facebook etc. Und eine Frage ist gestellt worden, warum der Raffi Prassel die Nummer 18 hat. Sven und ich haben es nicht können beantworten. Das heisst, da müssen wir dann mal auf den Raffi Prassel zugehen und vielleicht kann er das uns mal noch bei Gelegenheit mitteilen. Wir teilen euch jetzt erstmal mit, dass da 1,5 Minuten gespielt worden sind. Bis jetzt noch nicht eine grosse Goal-Chance kann kreiert werden. Ein weiterer Shift, der da wieder auf dem Einsatz ist. Der Wechsel, der stattgefunden hat. Freddy Patterson, der mit seiner gewohnt aggressiven Art versucht, auf die Scheibe zuzugehen. Es kommt zu einem neuen Icing. Bedeutet Bulli das mal vor den Davoser. Dennis Hollenstein, der sich da in eine Position bringt, wo natürlich versucht, nach dem gewonnenen Bulli die Scheibe so zu kontrollieren, dass sie beispielsweise zu seinem Kollegen Johann Mohan kann zu bringen, dass es wiederum kann gefährlich werden und vielleicht zu einem weiteren Treffer kann führen. Das klingt allerdings gar nicht. Man hat die Scheibe zwar, aber wieder außerhalb der gefährlichen Drittelszone versucht darum wiederum
über die ist im zweiten Drittel schon erwähnt worden, linke Seite reinzukommen, dass man eben von rechts her das klassische Spiel kann aufbauen. Gelingt allerdings auch nicht in dem Moment. Wir haben 2 Minuten gespielt und haben den Jan Mora, der hinter dem Goal einen erneuten Anlauf nimmt, über den Dennis Hohlenstein, der spielt über den Gehring, der auch gerade wieder wechselt, nachdem er Pass gespielt hat, aber der noch richtig aggressive Zone für spielt, richtig gefährliche Zone. Freddy Patterson passt zum Hohlenstein. Dort versucht man in der Mitte die Scheibe in Besitz zu bringen, aber es ist ein gewohntes schnelles Hin und Her und darum auch spannend zum Kommentieren, aber natürlich auch eben vor allem wichtig, dass ihr so auf dem Laufenden gehalten werdet. 17 Minuten 13 noch zu spielen in dem Drittel. Wir haben wiederum Scheibengewinn in der neutralen Zone, versuchen da jetzt aber eben nicht einfach planlos blind führen zu kommen, sondern die richtigen Momente abzuwarten, um einen entscheidenden Pass zu spielen, der zu einem gefährlichen Abschluss kann führen. Das führt aber im Moment immer noch zu nichts. Die Nigerin kann da wieder von hinten die Scheibe aufnehmen. Sie wird auch berührt und darum nicht ein Icing geben, obwohl die Scheibe jetzt sehr eine lange Linie vollzogen hat. Richtig, Flühler jetzt aber schon wieder auf der Gegenseite im Angriff. Wenn da der Pass in die Mitte kommt, vor das Goal, dann hätte es gefährlich werden können. Aber im letzten Moment auch da wieder ein Davoser, der dazwischen kann. Und auch der Schuss aus der zweiten Reihe vom, wer ist es gewesen, Truppmann, der hat können abziehen. Vom Truppmann, der hat können abziehen. Aber einmal mehr, der Böck ist vergraben unter dem Sandro Aeschlimann. Es kommt zum nächsten Unterbruch und zum nächsten Bulli, der ausgeführt wird von unserem Offensiv-Bulli-Spezialisten Garrett Rowe. In wenigen Momenten ist es soweit. Die Scheibe ist eingeworfen, gewonnen, aber nur für einen Scheibenkontakt und somit einen erneuten Versuch nochmal da aufzubauen. Chris Baldisberger jetzt in der Ecke an der Scheibe, kann sich durchsetzen. Rowe kommt zur Unterstützung. Allerdings, ja, jetzt dank einer Berührung vom Head ist da die Scheibe im Besitz geblieben und einen schönen Querpass bekommen, der hätte können zu einem Goal führen, aber auch da einmal mehr wieder ein Stock dazwischen, der dafür gesorgt hat, dass es weiterhin beim Spielstand von 4-0 bleibt. Ein weiterer Anlauf von Zürich, man merkt also einmal mehr Dominanz, also die 4 Goal, die wir da geschossen haben, die sind überhaupt nicht gestohlen. Zürich hat das Spiel in der Hand, hat es im Griff und dominiert über weite Strecken, wenn eben auch immer natürlich der kritische Sven Leuenberger da Fehler sieht. Ist ja auch klar, ist ja auch sein Job als Sportchef. Tust du auch nach Spiel wieder dann den Spieler quasi neue Noten geben, um zu sagen, wer kommt dann wieder Vertragsverlängerung über, oder wie ist das da für dich? Nein, ich mache eigentlich Anfangsjahr machen wir immer Benotungen von jedem Spieler auf verschiedenen Kriterien. Und dann tut man eigentlich noch, oder ich persönlich, nach jedem Match eigentlich jeden Spieler noch einzeln benoten. Und ist dann einfach für mich so ein bisschen Gradmesser, wie haben wir den Spieler eingeschätzt, hat er die Leistung gebracht, die wir ihm zutraut haben oder wo wir das Gefühl haben, die er müsste ja bringen. Und gibt einem einfach so einen Parameter dann über die ganze Saison. Was vielleicht noch zu sagen ist für unsere Leute, die zuhören, die normalerweise im Stadion sind und sich immer wieder fragen, ja, wie wird ein Bulli überhaupt gewertet, wann ist es gewonnen und wann ist es nicht gewonnen. Die Definition ist eigentlich ganz klar. Die Mannschaft, die nach dem Bulli im Böck-Besitz ist, die hat das Bulli gewonnen. Also man kann zum Beispiel auch abmachen, dass einer vorwärts geht und dann spielt man das Bulli vorwärts und sieht aus, als hätte es da gewonnen. Aber dann sage ich jetzt mal, Rowe spielt auch vorwärts und der andere geht da auf 3, dann haben wir es gewonnen und nicht verloren. Also. Und so Informationen ist natürlich schön, wenn wir sie auf dem Weg mit euch teilen können, wenn wir schon so einen Experten wie Sven Leuenberger da haben. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist und mit mir den Abend so eben kannst kommentieren. Den Abend, wo wir ja zwischen der Plexiglasscheibe verbringen, wie das natürlich in diesen Tagen absolut normal ist, dass wir da eben auch uns können an das Schutzkonzept halten. Jetzt halten wir uns aber wieder ans Spiel und schauen Dennis Hohlenstein zu, der dich einmal mehr da wieder gute Noten verdient. Ich denke da nicht mehr Wunder, was das werden würde am Schluss Dennis für eine Note. Für mich einer der auffälligsten, aber gleich auch einer der Guys to Watch, wo du natürlich heute auch besonders unter die Lupe nehmen willst, ist ja der neu zugezogene Marco Rossi. Was kannst du über ihn sagen im Moment schon? Ja gut, ich habe von Anfang an gesagt, es wird schwierig für ihn. Die anderen haben da schon 10 Spiele gespielt plus Vorbereitung. Er ist im ersten Spiel. Das ist für ihn wie ein Vorbereitungsspiel im Sinne von nicht vom Ernstfall her, sondern einfach, man hat gesehen, dass er hat gewisse Sachen, er sieht das Spiel, hat aber noch ein bisschen Mühe gehabt mit dem Böck. Handling
Und ja, ich glaube, dass er noch nicht so aufgefallen ist, ist irgendwo normal. Was wir übrigens vorher auch noch gesehen haben, der Lukas Stopp von Davos hat das Spiel verloren, hat gehumpelt. Ich gehe davon aus, dass es eine Verletzung ist, wo er muss gehen, in die Garderobe pflegen lassen. Danke mal für die Ergänzung. Genau so ist es. Wir haben beide Teams immer noch vollzählig. Das heisst, es ist da nicht irgendwie durch eine Strafe verursacht worden, sondern einfach durch einen unglücklichen Zwischenfall. Jetzt ist der nächste Fall gerade auf dem Eis hinter dem Lukas Flühler, da wo er könnte die Scheibe sehr schön zirkulieren lassen. Das heisst, stocktechnisch links, rechts, bis vor das Goal gespielt, aber dann eben gleich zum Abschluss kommen. Das heisst, die Zürcher haben wiederum im Gegenstoss die Möglichkeit, den Abschluss zu suchen und dann eben auch zu finden. Sind gerade im Moment wieder im Ecke vom Drittel, vom gegnerischen Drittel, spielen einen schönen Querpass auf die andere Seite über. Die kann aber die Scheibe, obwohl sie eigentlich unbedrängt können entgegengenommen werden, nicht kontrolliert werden. Jetzt kommt wieder ein Pass, wo man versucht, dort mit zu spielen. Ein, zwei Mal haben wir Davos schon so aushebeln, weil sie nicht ganz parat sind, wenn es über die Mitte geht. Ja, und vor allem, was wir jetzt gemerkt haben, vor allem, wenn sie wechseln und wir gehen angreifen, dann haben sie Mühe, hinten rauszukommen. Ich glaube, das machen wir wirklich gut. Im Moment machen wir die Mittelzone vor allem auch sehr gut zu. Sie haben Mühe, aus ihrem eigenen Drittel zu kommen. Und was wir wissen, sie wollen eigentlich Überzahlsituationen kreieren aus ihrem eigenen Drittel. Und da muss ich der Mannschaft gerade im Moment ein Kränzchen winden, dass sie das eigentlich gar nicht zulassen. Das ist absolut so und man sieht einfach auch einmal mehr, wie wichtig eben die Mittelzone ist. Und da kommt es zu einem Offside, weil man eben zu früh in die gegnerische Zone gefahren hat. Der Gehring hat noch versucht, mit aller Kraft seinen rechten Schleifschuh rauszuziehen, aber so akrobatisch wie beispielsweise der Abend Lukas Flühler ist in dieser Situation nicht gewesen. Der Flühler hat im zweiten Drittel eine Glanzparade gezeigt und dort tatsächlich seine Schoner so souverän ausgefahren, dass er hat können, das Gegengoal verhindern konnte und steht darum immer noch mit einem Shutout. Auch da macht er seinen Job sehr, sehr gut. Wie aber auch beispielsweise der Maxim Noro, der in dem Moment an der Scheibe ist. Ein schöner Pass geführt spielt, der leider aber vom Krüger nicht kann aus der Luft abgefischt werden. Wenn er die Scheibe hätte kontrollieren können, wäre es ganz gefährlich geworden, weil man einmal mehr mit einem einfachen Pass da Davos ausgebildet hat. Ja, ich glaube, eben, wenn man weiss, wie Davos vorcheckt, sie kommen mit je einem Mal auf unsere Verteidiger zu. Und dann im Normalfall ist entweder die Mitte offen oder eben, man kann mit einem Lob in dem Sinn probieren, sie auszuhebeln. Und das ist genau jetzt mit so einer Lob-Situation eigentlich der Fall gewesen. Jetzt müssen wir sicher gerade auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwie... Ja, genau. Genau, man hat sie richtig gesehen, die Strafe. Der andere Sambil ist zweimal gefährlich aufs Goal gekommen. Ihr habt es wahrscheinlich in meiner Mimik angesehen, in der Situation, wo ich das Gesicht verzogen habe. Das ist ganz gefährlich geworden. Und ja, sie schaffen es halt natürlich immer auch wieder mal irgendwo eine Lücke zu finden. Und jetzt muss der Christian Marti auf die Strafbank für zwei Minuten diskussionslose Strafe, wo wir da entgegennehmen müssen und jetzt einfach einmal mehr wieder überstehen. Bulli vor dem Lukas Flühler, 12:36 sind gespielt und für alle die, die neu eingeschaltet haben oder jetzt dazugeschaltet haben für den Moment, wir dürfen euch sehr gerne den Match kommentieren, live Bilder zeigen vom Eis, dürfen wir euch nicht aus rechtlichen Gründen und halten euch darum so auf dem Laufen und schauen, ob es vielleicht sogar einen Shorthander gibt. Oh, 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 oh. Da hat wenig gefehlt und es hätte schon wieder eingeschlagen und das noch in Unterzahl, das wäre ja ein Ding gewesen, aber es ist nicht ganz so aufgegangen, obwohl es sehr akrobatische Dreh war, wo man da vor dem Davos-Keeper Ashley Mann haben können gesehen vom Row. Jetzt aber wiederum aufpassen, hinten alles dicht machen, Scheiben kontrollieren, das gelingt dem Schäppi. Er kann auch einen Querpass spielen, der dafür sorgt, dass die Scheibe einmal mehr in der nicht gefährlichen Zone im Moment ist. Und Davos, oh, knapp nicht ein Offside jetzt da gemacht und könnte darum aber gleich gefährliche Situation kreieren. Nicht nur das, sie schaffen es mit einem direkten Schuss da einzunetzen, rechts, eher hoch oben. Der Lukas Flühler hat da vermutlich hat sich verdeckt gehabt, der Schuss ist eigentlich nicht scharf gekommen. Ja. Ja, ich glaube, man hat genau das gesehen, wo man Davos nicht zugestanden hat. Wir haben noch zu wenig Druck gemacht auf der blauen Linie. Der Joe Slonton kommt rein, macht mit einem schönen Bänderpass, spielt er den Verteidiger oben frei. Unser Stürmer geht aggressiv, der zweite Stürmer ist zu wenig weit oder zu wenig näher. Und ja, wunderbarer Schuss da, ein schönes Kreuz auf und ja, Lukas Flühler chancenlos. Das kann man wirklich so sagen. Man merkt aber auch hier einmal mehr, aber die Klasse von Joe Thornton, er muss nicht schnell sein, er muss einfach das Auge haben und die Übersicht. Ja, ich glaube, er ist sicher, wie gesagt, im Powerplay ist er sicher am gefährlichsten, weil dort, wenn er hat, hat er am meisten Zeit und am meisten, wie sagt man, Eis.
Und wenn man innen angreift, dann wird es nach wie vor sehr gefährlich. Und das Mal ist es zu gefährlich geworden und somit neuer Spielstand ZSC 1-4, HC Davos 1. Immer noch aber ein gutes Polster mit diesen drei Goals, wo man sich ja wirklich auch erarbeitet hat, erkämpft hat. Nach wie vor solide Leistungen. Wir gehen dann wahrscheinlich am Schluss des Spiels nochmal auf die Noten ein, die wir vorhin mal kurz angesprochen haben, die mich wundernimmt, wie beispielsweise Sven Leuberger und Dennis Hollenstein heute beurteilt. Wir kommen zu einem nächsten Unterbruch. Ja, und dann nutze doch die Gelegenheit gerade mal. Gehen wir mal auf eine Analyse ein von Dennis. Ja, ich glaube, der Dennis ist momentan einer von den Spielern, die die Mannschaft trägt. Er hat nicht umsonst den Postfinals-Topscorer-Helm an. Ich glaube, er schießt Goal, er krampft. Und was ich an ihm sehr schätze, er kommt jeden Abend eigentlich voll und schafft hart. Und dementsprechend gut ist er auch. Und er kann eine Linie mitreißen, er kann eine Mannschaft mitreißen. Und ja, ist sicher einer von unseren Schlüsselspielern. Auch am heutigen Abend. Danke mal. Ich weiss gar nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, ab bis zum 24. Auswendig auch nicht, aber sicher noch 2 oder 3 Jahre, das weiss ich. Ja. Ich frage darum eben auch so, weil das heisst ja eindeutig auch, dass er dann, wenn die Swiss Life Arena eröffnet ist, er auch ein Teil von der Mannschaft ist. Die Swiss Life Arena, wo ja auch immer wieder mal ein Thema ist, weil es immer näher kommt. Versucht man da jetzt sagen, du als Sportchef eine Mannschaft zu formen, wo, wie wenn man es jetzt irgendwie sagt, an einer Fußball-WM auf den Tag etwas formt, dass man kann sagen, hey, wenn wir dann das neue Stadion haben, dann erst recht. Ja, es ist sicher ein Fernziel, dass man mit einer guten Mannschaft in die Swiss Life Arena reingeht, das ist selbstverständlich. Aber ich glaube, der Hauptfokus ist sicher immer auf die aktuelle und dann auf die nächste Saison. Und es ist ja vielfach auch ein bisschen abhängig, zum Beispiel eben, was kommt aus dem eigenen Nachwuchs, was kommen dort für Spieler. Und das hat eigentlich fast mehr Einfluss als sonst irgendetwas anderes. Oder eben, wenn man Spieler von auswärts holen will, gelingt es einem in dem Moment vielleicht jemanden zu holen, der einen Unterschied machen kann. Das sind auch immer sehr viele, ich sage jetzt mal, Zufälle, wo drei Spieler, dass wirklich eine Mannschaft auf den Punkt her zusammenstellen, das würde ich als sehr, sehr schwierig betiteln. Man kann aber versuchen, eine Mannschaft eben auf den Punkt anzutrainieren, dass sie beispielsweise in den Playoffs parat sind. Jetzt haben wir ja die Covid-Situation, wo auch immer wieder ein bisschen das Thema ist, ja, kann man eine Liga unterbrechen? ZSC 1 sagt, wir sind ganz klar gegen einen Unterbruch. Ist das vor allem eben wegen dem, dass dann der Spielfluss so unterbrochen ist, dass man nicht sagen kann, auf dann ist die Mannschaft parat, wenn sie müssen? Also, das ist schwierig, vor allem bei einem Unterbruch. Oder? Das ist wie Olympische Spiele etc., wo man einfach weiss, dass gewisse Spieler einfach längere Zeit dann kein Match haben und dann muss man anfangen mit Trainingslager und wenn man Trainingslager etc. hat, ist es immer relativ schöner Querpass, den ich kurz unterbrechen will, da wird es ganz gefährlich vor dem Eschlimann. Er ist da fast bezwungen worden, hat aber im letzten Moment noch können seine Stockhand ausfahren und so die Scheibe knapp am rechten Pfosten vorbeilenken. Passiert ist allerdings nichts, darum gebe ich dir das Wort wieder rüber. Jetzt bin ich draus gekommen. Ich wüsste auch nicht, wo wir waren. Wir haben es von Covid gehabt, irgendwie die Überleitung und Unterbruch. Genau, also ich glaube... Da müssen wir gleich sagen nochmal, ja, aber wir sind auf Standby, was das Thema anbelangt. Wir kommen nachher sicher im ersten Unterbruch zurück, weil jetzt geht es sogar wieder hin und her. Vorher war es eine ruhigere Phase gewesen, mit auch viel kurzen Momenten und Unterbrüche. Jetzt aber wieder Davos ein bisschen am Drücker. Ja, man hat das Gefühl, sie haben da nochmal ein bisschen etwas gewittert und versuchen da ziemlich jetzt nochmal Druck zu machen auf die Defense und auf den Lukas Flühler. Es klingt so weit, dass sie immer noch in der Zone sind. Sven, du schüttelst den Kopf. Erzähl, was geht dir durch den Kopf? Ja, ich glaube, wenn wir sehen, wir spielen den Puck wieder zu wenig schnell. Wir warten wieder mit Abspielen. Wir sollten eigentlich, wenn man eine Option sieht, sollten wir die Option wahrnehmen und sofort rausspielen und eben mit einfachen Mitteln eigentlich durchspielen und zu gutem Glück jetzt einen Unterbruch, wo kann ein Linienwechsel stattfinden. Ich denke, da müssen wir wieder einfacher aus den eigenen Zonen rauskommen. Genau, da ist der Unterbruch drum gestanden gekommen, weil der abgelenkte Schuss eben schön unter dem Lukas Flühler gelandet ist und so zum nächsten Bulli kommt. Wir können jetzt also nochmal das Thema von vorher reaktivieren. Wir haben gesagt, eben die Unterbrüche, die eben nicht nur im Spiel stattfinden, sondern auch in einer Saison, die könnten tödlich sein für jeden Drive, den man irgendwie hat. Ja, das ist mal das eine, aber was noch viel schlimmer ist eigentlich, man weiss eigentlich nie, wenn man 3-4 Wochen zum Beispiel einen Unterbruch hätte, oder dass man kann nicht einfach so warten und nichts machen. Man muss ihn einmal freigeben und das ist eigentlich immer schwierig, die Balance zwischen den freien Tagen und anderen Tagen, also so Dinge, die man arbeitet, zu behalten. Oder eben, sagt man so gerne, man gibt ihm mal eine ganze Woche frei. Und eben, das ist in der Planung sehr, sehr schwierig. Und darum sage ich, ist es wirklich fast besser, wenn man vom Spielrhythmus her durchspielen kann. Und das bringt einem viel, viel mehr.
Und solange man aber eben so spielt und so muss spielen mit diesen Geisterspielen, haben wir für euch jetzt heute Abend die Möglichkeit gewählt, dass wir euch das Lions TV in diesem Format präsentieren können. Das heisst, wir kommentieren, was da noch Eis passiert. Und wir müssen leider in dem Moment kommentieren, dass der zweite Treffer vom HCD Tatsache ist. Es ist so, dass der Lukas Flüeler bereits am Boden gelegen ist, nachdem ein Querpass übergekommen ist. Und so, da wo es jetzt halt gleich zum zweiten Treffer kommt und 8:36 noch auf der Uhr ist, Sven, das könnte ein Momentum-Change geben, oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, wir sind da mit drin. Ich glaube, eben da auch wieder, eigentlich gewinnen wir die Scheibe, haben sie am Stock küchelt wieder irgendetwas, anstatt einfach den Böck wirklich, ich sage jetzt mal, weiter zu spielen. Und dann ist dort einer allein vor dem Goal. Und ja, wie gesagt, nicht gut. Oder jetzt probieren wir irgendeinen Spielzug zu machen, wo es einfach gar nicht gibt. Und prompt kommen wir das zweite Goal über. Und jetzt müssen wir einfach aufpassen, weil Davos ist bekannt, dass sie werden jetzt werden sie hoch rausspielen. Und wir dürfen uns nicht verwütschen mit Konter. Das ist jetzt das Allerwichtigste. André Sambil und Luca Ischie sind die zwei gewesen, die Davoser wieder ein bisschen näher angebracht haben zum 4:2. Jetzt heisst es natürlich für Zürich, zusammenstehen, alles geben, wie wir das kennen. Und der Dennis Hollestein im Moment wieder auf dem Eis. Einer von denen, der heute sehr positiv aufgefallen ist. Und jetzt natürlich sich aber einmal mehr wieder ein bisschen in Szene setzen will. Was wir jetzt nicht wollen, ist ein weiterer Angriff von den Davoser. Und das gelingt zum Glück dem Dennis gerade, das zu unterbinden. Wird dort im Ecken abgedruckt, aber mit fairen Mitteln. Und darum ist er zwar am Boden, aber hat es geschafft, dass die Scheibe im Besitz von der Zürcher ist. Aber nur bis zu der blauen Linie. Dort wird es wieder abgefangen vom Nigren. Und Davoser sind im Ecken und machen jetzt deutlich, deutlich mehr Druck. Ja, man merkt richtig, da könnte es noch mal gefährlich werden. Weiter ein Querpass, der zum Glück keinen Empfänger findet, weil die Scheibe schlittert links etwa 2 Meter am Goal vorbei. Wenn dort einer gestanden wäre, wäre es gefährlich worden. Und einmal mehr ein gefährlicher Schuss. Und ich sehe am Sven gerade an, da kommt eine gewisse Unzufriedenheit auf. Das ist ja auch verständlich. Da geht es um viel, da geht es um einiges. Und da muss man jetzt wirklich Nerven bewahren, auch als Mannschaft. Ich denke, als Mannschaft ist es damit fast noch einfacher, zum ruhig bleiben, wie von außen betrachtet. Wir versuchen das aber jetzt eben, wie gesagt, für euch so zu betrachten, dass ihr gleich so viel wie möglich von dem Spiel auf dem Weg mitbekommt. Und damit wir da zwei zusammen gut können kommentieren, haben wir eben da die Plexiglas-Scheibe dazwischen. Und mich nimmt natürlich immer wieder Wunder, wie der Sven die Situationen einschätzt. Jetzt im Moment möchte ich aber zuerst mal noch weiter euch bekannt geben, was auf dem Eis passiert. Ein weiterer Angriff von links her versucht man der Linie entlang Richtung Lukas zu kommen, kann dort aber im letzten Moment wieder abgedruckt werden. Der Gehring macht sich da breit, das Mal kommt er aber nicht ganz an Schieber und sie kommt wieder vor das Goal und ein weiterer gefährlicher Schuss von der Wose, noch 7 Minuten auf der Uhr und ein weiterer Unterbruch. Jetzt ist also tatsächlich recht für unter dem Dach, allerdings im negativen Sinn, da wo es kommt wirklich da Aufwind über. Ein weiteres Bulli, wo vor einem Lukas Flüeler jetzt dann gerade stattfinden wird. Ja, ich glaube, in dieser Situation ist klar, jetzt müssen wir die Ruhe finden. Wir dürfen da nicht in die Panik geraten, wenn wir jetzt da in diesem Schiff gekommen sind. Wir müssen wirklich schauen, dass wir Böck unter Kontrolle bringen und sauber in ihren Drittel reinfahren. Und das ist sicher jetzt mal ein Schlüsselmoment. Dass man das, eben, wie gesagt, jetzt die zwei vorne dürfen nicht stehen bleiben und nicht spekulieren gegen Führer, sondern wirklich hier gegen hinten arbeiten. Eben genauso, wie er jetzt eigentlich reinkommt, so dürfte sie eigentlich nicht reinkommen. Und wenn, dann müsste der Böck jetzt eigentlich gerade sauber raus und eben der Sigrist springt dann jetzt wieder nicht raus oder der Prassel ist es gewesen. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass wir jetzt einfach ruhig bleiben bzw. aggressiv bleiben und sie unter Druck setzen, dass sie uns nicht in unserem Drittel rein können, einfach so wie sie es jetzt machen, eigentlich fest nageln. Es ist tatsächlich so, da wo es dominiert in diesen Minuten das Spiel. Handpass. Genau, aber er doch gerade noch sagen hat, das müsste er jetzt also doch geben, ist Tatsache in dem Moment und darum der nächste Unterbruch und die Unterbrüche tun im Moment Zürich wirklich gut. Sie können wieder ein bisschen verschnaufen, sie können wieder neue Leute aufs Feld bringen und können wieder eben so ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. 6 Minuten 12 noch auf der Game Clock in dem dritten und hoffentlich letzten Drittel, damit Zürich da die 3 Punkte könnte mit heine. Es würde bedeuten, dass man da aktuell in der Tabelle auf den zweiten Platz vorstoßen. Das allerdings nicht wirklich aussagekräftig, wenn wir ehrlich sind, weil es ja so unglaublich viele Verschiebungen gibt, auch wegen Spielverschiebungen, die Covid-bedingt sind. Und darum auch, liebe Fans, ihr habt sicher längstens mitbekommen, das Spiel vom Sonntag für die ZSC Lions
gegen die SCL Tigers ebenfalls verschoben. Der Termin wird euch sicher auch noch auf unserem Kanal bekannt geben, sobald das der Fall ist. Aufgrund von der Quarantänesituation von der SCL Tigers wird also das Spiel am Sonntag nicht stattfinden und wird verschoben. Ich glaube, momentan sieht man, dass unsere Verteidiger wieder ein bisschen zu weit hinten stehen und unsere Stürmer zu wenig gegen hinten arbeiten, so wie wir es die ersten zwei Drittel gemacht haben. Und das muss jetzt sofort ändern und auf der blauen Linie wieder besser aufstehen. Wer übernimmt in so einem Moment das Zepter, wenn genau so etwas festgestellt wird? Ich denke, das merken die Spieler selber, das merkt aber auch den Grönburg. Wer sagt am meisten im Moment? Ja gut, das ist relativ schwierig. Ich meine, man hat ja die Leader und ich sage jetzt mal, Leader sein kann man auf verschiedene Arten. Man kann Leader sein, weil man einfach immer wieder gute Einsätze bringt und einfach das Einfache macht. Aber jetzt zum Beispiel sind gerade wieder drei Stürmer von uns blockiert. Also das könnte eine Kontersituation geben, wo man ja nicht dürfen. Jetzt sollte einer retto gehen. Ich glaube, wenn man sagt, ich glaube, es sind sicher meistens die erfahrenen Spieler, die in solchen Situationen eigentlich den Lead übernehmen oder müssen übernehmen. Das ist wichtig, dass man da jetzt nicht den Kopf verliert und jetzt zum Beispiel, man muss den Böck relativ schnell wieder raus. Genau, und jetzt geht wieder vorwärts. Dario Trautmann, gelingt das da? Genau. Die Scheiben und so. Und wieder vorchecken, dass man könnte gehen. Frei zu bringen, ganz genau. Und jetzt aber könnte gefährlich werden. Das hätte Davos auch nicht gern, wenn wir vorchecken, bis Schussbrassel kommt. Ah, oh, gefährlich da, wirklich, der Schoner muss ausgefahren werden vom ersten Mal. Und wenn dort noch ein Abpraller möglich ist, dann könnte da wieder eine 3-Goal-Abstandführung herrschen. Aber im letzten Moment ist er da mit dem Stock und der Scheibe noch so bedrängt worden, dass die eben nicht mehr hat können gefährlicher Richtung Netz spediert werden. Aber Zürich hat jetzt langsam wieder ein bisschen zurück ins Spiel gefunden, ist da wirklich fast ein bisschen kurzzeitig in, ja übertrieben gesagt, Schockstarre gewesen. Oh, und jetzt Stock, klar, ja, die Gitter zeigt es ja. Der zweite Herr, der das gemacht hat und somit eben auch nicht nur wieder Ruhe ins Spiel bringt, sondern sogar wieder eine grosse Chance für uns könnte warten, indem wir das nächste Powerplay dürfen beobachten. Powerplay, das mit Chris Baldisberger wird stattfinden. Unter anderem dann haben wir auf dem Eis den Rowe. Einmal mehr natürlich am Bulli Noro. Unglaublich wichtig in der zweiten Reihe quasi. Einer, der die Scheibe sehr, sehr gut verteilen kann, eine super Übersicht hat. Und jetzt hier eben auch wieder schön schon auf den Pass wartet. Das ist der Fall. Er spielt den Querpass auch über den Unterschuss. Ah, von Freddy Patterson kann nicht kontrolliert werden. Er natürlich auch wieder in seiner klassischen Position. Noro wieder mit dem direkten Goal! Noro! 5:2 und wir haben wieder 3 Goal Führung, wo wir ganz, ganz schön haben können beobachten von da oben. Für euch, liebe Fans, es steht in der 5:2. Nur 10 Sekunden hat es die Strafe gebraucht und Davos darf wieder vollständig spielen. Uns als Rechtszivil, jetzt steht es 5:2. Ich glaube, das ist der Chris Baldisberger einmal super vor dem Goal gestanden. Er hat nichts gesehen, bis er fast sicher, so wie er gejubelt hat, dass ein R-Up. Jawohl. Hat noch berührt, genau. Also man muss wirklich sagen, der Chris Baldisberger ist wahrscheinlich in der Schweiz, wenn nicht der Beste, einer von der Besten vor dem Goal, wo die Böcke ablenken kann. Und das ist jetzt sicher ein sehr wichtiges Goal, das hoffentlich wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel bringt. Und ja, schön für uns, 5:2. Ja, da bin ich überzeugt, Maxim Noro, der auch wieder eben einen riesen Match abliefert, auch wieder mit einem weiteren Assist-Punkt da brilliert. Er auch einer, der bald mal wieder in den geilen Helm tragen könnte, hat das also wirklich souverän gemacht. Und der Chris, du sagst es, ich beobachte ihn auch sehr, sehr gerne, wenn er im Slot ist. Ich glaube, der muss ein paar blaue Flecken einstecken, damit er damit genau das kann erreichen. Aber einmal mehr hat es sich ausgezahlt, dass er da hat, sich eben so vor das Goal gebracht. Es gibt jetzt allerdings schon wieder eine weitere Strafe, das mal auf der Seite von Zürich. Das mal ist es der Chris ist aggressiv vorchecken, hat einem den Helm abgezogen. Ja, nicht eine von den cleveren Strafen, aber ja. Eben, ich muss immer sagen, wenn einer aggressiv spielt wie der Chris, dann laufen wir meistens in den Grauzonen und da gibt es mal das eine oder andere, ja, wo halt nicht so läuft, wie es sein sollte. Und, ja. Aber ich glaube, jetzt müssen wir das killen und dann hoffentlich kommt es gut. So ist es, Penalty Killing angesagt, 2 Minuten und noch 3:44 auf der Game Clock in dem dritten Drittel. Wir beobachten für euch, weil wir eben kein Recht haben, um euch Live-Bild zu zeigen. Machen wir es auf dem Weg zusammen mit meinem Co-Moderator Sven Leuenberger. Wir sehen im Moment gerade Davoser, wo zu einer Abschlusssituation könnte kommen in dem Moment. Sie lassen die Scheibe schön hin und her wandern. In dem Moment kommt der Abschluss, kann aber vom Lukas Flüeler problemlos blockiert werden. Er hat da freie Sicht
und kann 3 Minuten 20 vor Schluss da nochmal für einen weiteren Unterbruch sorgen. Der Lukas Flühler, ebenfalls einer, der in seinem vierten Spiel, das er jetzt hat für ZS3 in dieser Saison, einen ganzen guten Job macht. Ja, ich glaube, eben, seine Größe kommt ihm da sicher zur Hilfe. Wenn er rausfährt, dann ist, wenn man mal vor ihm steht, dann sieht man eigentlich fast kein Goal mehr. Das ist so. Er ist erstaunlich gross für einen Goalie. Ja, also die heutigen Masse, Gardamasse, gerade auch wenn wir in der NHL schauen, dann ist das einfach die Größe, die heute ein Goalie hat. Weil eben, man schiesst so scharf und so gut, dass eigentlich ja, sehr ein kleiner Goalie hat heute fast keine Chance, irgendwie so können, eine gute Parade machen, weil die Schüsse kommen so scharf und vor allem sehr schnell. Also die Technik, wie man heute eigentlich schiesst, das ist wirklich unglaublich. Ja. Gute Schusstechnik haben hier auch ein paar Davos-Spieler, unter anderem natürlich der Joe Thornton, der hier einen schönen Pass überspielt zum Topscorer von der Davos im Nigerien. Allerdings sind die Schüsse im Moment glücklicherweise nicht so präzise. Zielwasser bei den Zürcher ist heute ein bisschen besser, zumindest bis jetzt mit 5:2 Goal ja offensichtlich. 48 Sekunden sind es noch, Powerplay für Davos, Penalty Killing für Zürcher, die da aber einmal mehr eben auch in den Special Teams alles in allem einen guten Job machen. Wir haben schon ein, zwei Mal in dem Drittel die Noten angesprochen. Special Teams, vor allem jetzt im Penalty Killing. Sven? Ja, da sind wir eigentlich in der ganzen Saison schon sehr gut gewesen. Ich glaube, was du hier siehst, ist, Davos laut den Puck sehr gut laufen. Wir probieren eigentlich aggressiv zu sein und unsere Stärke ist eigentlich, der Gegner gerne die eigenen Drittel, also unsere Drittel reinzulassen. Klingt uns nicht ganz, weil wir etwa den dritten Magengefühl verlieren, aber das ist so ein bisschen das Risiko, das wir halt nehmen. Wir haben auch ein, zwei Mal jetzt wirklich so die Fehler von Davos aber nicht nur erkannt, sondern einfach auch können ausnutzen. Ist das auch etwas, was man oftmals macht? Jetzt kommt es zu einer weiteren Strafe allerdings. Nein, es ist keine Strafe. Ah nein, der nimmt den Goalie schon aus. Ja, mutig, sagst du nicht. 2 Minuten 5 haben. Das ist typisch Volvo. riskiert etwas. Und, ja, ich glaube, es bleibt nicht viel anderes übrig. Es ist ein guter Move von ihm. Und er braucht ein Goal oder eben mehrere. Und darum, ja. Glaube ich, ist das richtig, was er da macht. Ja. Ja, genau. Kann man absolut unterschreiben, natürlich. Ganz klar. 2 Minuten vor Schluss naheliegend. Und eben mit 3 Goal hast du ja eigentlich in dem Moment auch nichts mehr zu verlieren. Auch hier, uns soll es recht sein. Jetzt natürlich eine doppelte Überzahl noch für 20 Sekunden für Davoser aufgrund von dieser Tatsache, dass sie da ohne Goalie spielen. Und sie machen das auch im Bulli schon. Also, das heisst, Empty Netter incoming, hoffentlich. Wir berichten es für euch. Das Bulli findet vor dem Lukas statt. In dem Moment das Bulli gewinnt ZSC Lions, aber springen die Scheiben so in das Goal, dass dort von der Davoser Scheibe kann übernommen werden. Es könnte jetzt also noch mal gefährlich werden, wenn da der Pass ankommt zum Nigren. Das ist tatsächlich der Fall. Ein Schuss, der Lukas regt sich gerade tierisch auf. Man sieht es von da, dass er die Bewegung macht gegen oben. Und es ja, hat sich ausgezahlt für Davoser, das Risiko zu gehen. 5:3, der aktuelle Spielstand in dieser sehr unterhaltsamen Partie, kann man sagen. Wir hätten es natürlich gerne ein bisschen entspannter jetzt in den Schlussminuten, aber 1:52, ich bleibe zuversichtlich, dass wir da noch etwas reissen können. Logischerweise jetzt natürlich auch vom Volvo ein Timeout, das macht absolut Sinn. Ja klar, ich meine, er wird jetzt sicher probieren, das Bulli gewinnen und gerade wieder in unseren Drittel reingehen und dann nochmal den Goalie rausziehen. Ich glaube, für uns ist einfach wichtig, dass wir den Böck behalten können. Wenn möglich hier in Drittel spielen und dann vorchecken, dass wir eigentlich möglichst schnell von unserem Drittel wegkommen und dass sie können ihr Spiel dort in unserem Drittel aufziehen. Es ist gerade bis zu dem Alarmton wirklich geistisch still gewesen da innen, an dem Geisterspieltag, wo wir da haben, seit dem Mittwoch ja vom Bundesrat beschlossen, dass eben auch Grossveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden. Und darum danke ich euch, dass ihr diesen Weg gewählt habt, um das Spiel können zu verfolgen und zu beobachten. Wir tun das gerne mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, wie beispielsweise dieser Plexiglasscheibe, für euch kommentieren und übertragen. Mit mir meine ich eben vor allem Sven Leuenberger, der hier als Experte euch ganz viele interessante Informationen in diesem Spiel schon hat geben konnte. Und ich gebe euch jetzt den Zwischenstand bekannt. Es geht noch 1 Minute 43 und im Moment hat der Christian Wohlwend zwar
erst einmal wieder ins Goal gestellt, aber nur so lange, bis natürlich die Scheibe kann von Davos kontrolliert werden. Das ist jetzt der Fall. Sie nehmen von hinten Anlauf über den Armbühl und somit ist das Goal wieder leer. Die Scheibe kann abgefangen werden vom André Gettos, glaube ich, wo da aber nur links am Goal kann vorbeiziehen. Jetzt wird natürlich aber aktiv Druck gemacht. Zürich könnte die Scheibe in Empfang nehmen. Chris Baldisberger da vorne wird einmal mehr wieder an die Ecke genagelt. Also er ist einer, der wirklich kann einstecken kann und sich aber jeweils wieder auszahlt. Vorher ja auch gerade mit einem weiteren Goal belohnt worden. Zwei Treffer heute Abend für die Lions erzielt. Und jetzt kann es dann aber bald vorbei sein. Es geht 9 Minuten und 2 Goal nach wie vor leer. Und Zürich schafft es immer wieder, das Spiel von den Davoser zu unterbrechen, so dass man kann sagen, es kommt keine grosse Gefahr mehr auf, weil es sind doch immer noch 2 Treffer, die fehlen. Es ist passiert. Sven hat es gesagt und noch vor mir gesehen, der 6. Treffer ist Tatsache. Das Spiel ist entschieden, mindestens mit 3 Treffer. Unterschied im Moment, ZSC Lions 6, HC Davos 3, 49,3 Sekunden vor Schluss. Die 3 Punkte, die bleiben in Zürich. Schön, dass ihr das mindestens schon auf dem Weg haben können, mit uns mit verbringen. Bleiben aber noch ein paar Sekunden auch nach dem Schlusspfiff dran. Wir werden noch 1-2 Fragen und Situationen von dem Spiel analysieren. Gehen dann aber nachher auch gerade schon an die Merit runter. Dann kommt ein neuer Stream für euch, nämlich der von der ZSC Lions TV vom Update, dass ihr noch da ein paar Siegerinterviews von der Merit dürft hören. Da aber eben erst ein paar Minuten später. Wir bleiben jetzt hier noch auf dieser Partie und auf den letzten 36 Sekunden. 36, das ist ein 3 und ein 6 drin, genauso wie beim Spielstand. ZSC Lions 6, HC Davos 3. Und der Sven ist da immer wieder, ihr seht es, fleissig eben auch im Gespräch mit dem Team und hat da auch den Kontakt gehabt. Vorne einmal war es mit dem Stefan Siegfried, dass man sagen kann, ist es eine Coaches Challenge gewesen, die sich gelohnt hat oder nicht. Man muss ja up to date bleiben und glücklicherweise hat sich die Coaches Challenge nicht ausgezahlt und somit war das damals der 3. Treffer gewesen, eine leichte Vorentscheidung, das mal jetzt aber sicher die Entscheidung mit 6 Goal Unterschied, noch 20 Sekunden auf der Uhr. Diese Sekunden werden jetzt auch ziemlich sicher noch runterlaufen und wir können sagen, wir haben vor allem dank einem starken fulminanter Start, nach wenigen Sekunden schon können die Dominanz von dem Spiel übernehmen. Zählen jetzt aber noch die letzten Sekunden ab. Es ist 3, 2, 1 und Sieg! Sieg! Sieg für unsere ZSC Lions gegen den HC Davos. Gewonnen haben wir sicherlich wegen der starken Startphase, wegen der unglaublich aktiven Defense, die im zweiten Drittel im Boxplay hat müssen reüssieren. Und dann eben auch am Schluss, obwohl dann Davos wirklich noch mal gekommen ist, hat halt gleich können Paroli bieten. Sven, wie beurteilst du das heutige Spiel? Ja gut, grundsätzlich glaube ich, ist es ein sicherer Sieg gewesen. Ich glaube, wir haben aber im letzten Drittel nicht die Sicherheit ausgestrahlt, die ich mir gewünscht hätte. Ich glaube, da hat man schon gesehen, dass wir in den letzten paar Matchen etwa die geschwommen sind in die Defensiven. Und das hat sich auch heute wieder gezeigt, dass wir ja, defensiv noch nicht so stehen, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, da ist noch am meisten ja, Arbeit angesagt. Und was sicher gut ist, ist, wir sind mit der richtigen Einstellung in das Spiel hineingegangen, haben von Anfang an Davos unter Druck gesetzt und ich glaube, wir haben ein bisschen auch den schwarzen Peter jetzt können Davos abgeben. Das ist im Moment so. Sehr, sehr froh sind wir natürlich auch, weil wir 3 Spiele hintereinander hatten, die wir verloren haben. Das war jetzt eine richtige Wohltat gewesen. Und in dem Moment klopfen unsere Zürcher Boys aufs Eis, um sich bedanken bei den wenigen Funktionären und Personen, die halt in dem Moment im Stadion sind. Wir haben eben so können für euch das ganze Spiel kommentieren. Ich bin sehr, sehr froh, Sven, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr spannend gefunden, dich eben da zu erleben und deine Emotionen zu spüren. Man merkt, du bist ein Mensch, so beurteile ich es im Moment, wo hohe Ziele hat die Mannschaft. Und ich glaube, genau das braucht es, damit man eben auch kann zum Erfolg kommen. Und wie erfolgreich dass die ganze Saison überhaupt weitergeht, das steht im Moment in den Sternen. Ich finde es aber definitiv schön, dass wir da heute Abend mal wieder ein Erfolgserlebnis in diesen Zeiten haben können mit euch teilen. Merci vielmals auch an euch fürs Einschalten, für den Moment. Bevor wir jetzt aber weggehen, möchte ich noch mal kurz auf 1-2 Analysen eingehen. Wir haben es ein bisschen angetönt. Wir haben heute ein paar Guys to watch gehabt. Unter anderem ist es bei mir gewesen, der Sven André Ghetto. Ich würde sagen, er hat in seiner Rolle, die du eben auch rekrutiert hast, eigentlich in das Team absolut bestanden.
Ja, definitiv. Ich glaube, er mit dem Rowe und mit dem Chris Baltisberger ist heute sicher die dominierende Linie auf dem Eis. Und wenn wir nicht alles täuschen, haben sie, glaube ich, 3 oder 4 Goal geschossen miteinander. Und ich denke, dass, ja, das sagt eigentlich schon alles. Es waren sicher Gamewinner gewesen, von unserer Seite her. Chris Baltisberger mit 2 Goal natürlich auch sicherlich ein Gamewinner. Dann auch ein solider Lukas Flühler hindurch. Wenn du jetzt müsstest, wirklich eine Schlussnote verteilen, wenn es ein paar Mal von dem gehabt, gibt es Zeugnisnoten an die gesamte Mannschaft vom heutigen Abend? Ja gut, ich sage jetzt mal so, wir haben, oder bei dieser Benotung, die ich mache, gibt es sogar eine 7. Und 4 ist eigentlich Durchschnitt, wie es bei den Schulnoten auch ist. Ich glaube, heute kann man unserer Mannschaft wahrscheinlich schon etwa 5 geben. Okay, ich gebe dir dann von mindestens ein 6 für das, was du heute hier mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank, dass wir das haben so dürfen mit euch teilen. Merci euch, liebe Fans, fürs Einschalten. In wenigen Momenten also der nächste Livestream für euch mit dem ZSC Lions TV Update. Und wenn ich da runter schaue, sehe ich den Lukas Flühler unter anderem, der dann in wenigen Momenten für euch wird paratstehen und ein paar Fragen zum Interview wird dann der Merit beantworten. Danke vielmals fürs Hineinschauen. Wir freuen uns, dass wir euch auch bald wieder auf dem anderen Spiel könnt auf dem Laufenden halten. Auf welchem Weg wird sich zeigen. Wenn das nächste Spiel ist, wird sich auch zeigen. Das vom Sonntag ist verschoben worden gegen die SCL Tigers, weil wir da die Mannschaft in Quarantäne haben. Und somit sage ich einfach mal, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo wieder könnt zuschalten und wünsche euch ganz einen schönen Abend. Ciao zusammen.